Erster Themenblock, der da lautet Neues Denken in Geldtheorie und Geldpolitik. Ich darf auf die Bühne bitten, Herr Professor Jörg Rocholl, Präsident der European School of Management and Technology. Applaus bitte. Dann Herr Professor Volker Wieland, Mitglied des Sachverständigenrats und Professor für Monetäre Ökonomie der Frankfurter Goethe-Universität. Applaus. Professor Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Und Professor Josef Huber, Soziologe und Ökonom an der Universität zu Halle. Herr Professor Fatsche, Sie gelten als einer der großen Anhänger, ja, man kann auch sagen Verteidiger des geldpolitischen Kurses der Europäischen Zentralbank. Nun sind wir im Jahr 7 der Niedrigzinspolitik und Griechenland hat immer noch kein wettbewerbsfähiges Wirtschaftsmodell. In Spanien liegt die Arbeitslosenquote immer noch bei 25% und Italien verliert nach wie vor Weltmarktanteile. Was läuft schief im Krisenmanagement in Europa? Ich denke, zuerst mal sollte man unterscheiden, wo wir stehen in der Krise. Es ist sicherlich richtig, wir sind noch immer in der Krise. Allerdings würde ich es vielleicht nicht ganz so negativ sehen. Wir haben wieder positive Wachstumszahlen im dritten, vierten Quartal. Ausnahme ist Griechenland, aber Spanien, Italien haben einen großen Teil des Anpassungsprozesses hinter sich. Wir sehen Anpassung der Wettbewerbsfähigkeit. Diese Länder haben zum Teil wieder Leistungsbilanzüberschüsse. Es ist nicht zu sagen, dass die Krise gelöst ist und dass wir wieder in einer normalen Phase sind. Das ist nicht richtig, aber wir sollten auch anerkennen, dass eine ganze Menge passiert ist. Jetzt ist die Frage, wie können wir noch schneller und nachhaltiger aus dieser Krise herauskommen? Und dann natürlich die Frage, was die Rolle der EZB darin? Und ich denke, da sollte man die EZB nicht überfordern, denn die EZB ist sicherlich nicht für die Arbeitslosenzahl in Spanien oder Portugal oder Griechenland zuständig oder auch verantwortlich. Was die EZB im Prinzip getan hat während der Krise ist, auf der einen Seite, es war ein Pol der Stabilität, ein Anker der Stabilität. Ich denke, wenn die EZB nicht so entschieden gehandelt hätte, dann wäre die wirtschaftliche Situation, die Sie beschreiben, sicherlich heute in Europa noch sehr viel schlechter. Und ich glaube, das, was wir uns auch bewusst machen sollten, die EZB kann bei vielen dieser Strukturprobleme der Volkswirtschaft, dass wir zu wenig Flexibilität haben, falsche Wirtschaftsstrukturen, zu wenig Wettbewerbsfähigkeit vieler der Volkswirtschaften, diese Probleme kann die EZB nicht lösen. Das Einzige, was sie tun kann, ist im Prinzip Zeit kaufen. Durch ihre expansive Geldpolitik auf der einen Seite sicherzustellen, dass Finanzmärkte funktionieren können, dass Kredite zu Unternehmen, zu privaten Haushalten fließen können, damit die investieren können, Beschäftigung schaffen können und damit die Wirtschaft stabilisieren. Aber die Zentralbank kann weder Banken retten, noch kann es Staaten retten, sondern es kann lediglich Zeit kaufen, damit diese die notwendigen Reformen umsetzen und damit die Wirtschaft wieder auf den richtigen Gang bringen. Zeit kaufen ist ein gutes Stichwort. Herr Professor Huber, trotz der massiven Liquiditätszufuhr durch die EZB schrumpfen die Kreditmärkte in Südeuropa nach wie vor. Die Unternehmen bekommen kaum Kredit. Der Grund dafür ist, dass der Einfluss der EZB auf die Geldmenge offensichtlich begrenzt ist. Liegt hier ein Systemfehler vor? Ja, grundsätzlich würde ich sagen, ja. Ich möchte eigentlich auch sagen, dass in der Krise die EZB das Richtige gemacht hat. Aber man muss dazu sehen, dass die Zentralbanken generell heute eigentlich nachvollziehen, nolens volens, was die Banken durch ihre Giralgeldschöpfung und Kreditvergaben vorgegeben haben. Und das geschieht sowohl im Normalbetrieb und diese Notmaßnahmen, insbesondere auch der direkte Aufkauf von Staatsanleihen, das hat ja nun de facto dazu gedient, diese aus dem Ruder gelaufene Geldschöpfung und Kreditmengen und beziehungsweise Schuldenausweitung, was ja dasselbe ist, dieses System sozusagen insoweit zu retten, dass es weiter funktionieren kann, in unser aller Interesse. So, nicht? Aber man müsste das schon auch zum Anlass nehmen, um grundsätzlicher darüber nachzudenken, also um die Rolle
des Geldsystems überhaupt neu zu thematisieren. Denn das geschieht bisher noch zu wenig. Man hat alle möglichen, wie soll ich sagen, außer Kontrolle geratenen Entwicklungen in verschiedenen Segmenten der Finanzmärkte hat man analysiert und in Betracht gezogen, aber man hat sich nicht eine ebenso einfache wie aber sehr fundamentale Frage gestellt, nämlich wo kommt denn überhaupt das viele Geld dafür her? Und das kommt nicht einfach durch eine kleine Geldmenge, die zirkuliert, daher auch natürlich, aber ursprünglich kommt das Geld heute von den Banken in Form der Chiralgeldschöpfung. Und das muss man thematisieren. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Bis die 15 Jahre bis Einsetzen der Krise 07, 08, nur mal Deutschland betrachtet. Das reale Wachstum betrug in diesen 15 Jahren 23%. Das nominale Wachstum, in dem also bereits die Verbraucherpreisinflation einbegriffen ist, das betrug 51%. Aber die Geldmenge M1, die kleinere der Geldmengen, die betrug, sage und schreibe, 189%. Und da muss man sich mal überlegen, das ist also ein sehr disproportionaler Anstieg der Geldmenge. Wo ging das Geld hin? Das ging in nicht direkt oder überhaupt nicht BIP-wirksame verschiedenste Finanzmarktgeschäftstätigkeiten. Und ich denke also von daher, es müsste an und für sich zu einem erweiterten Auftrag der Zentralbanken gehören, nicht nur Inflationsziel zu setzen, sondern auch das Thema Assetinflation nicht nur passiv zu betrachten, sondern da auch aktiv Zentralbankpolitik zu betreiben. Dann allerdings würde sich schnell herausstellen, dass die Zentralbank im heutigen Chiralgeldsystem das nicht tun kann. Und deswegen haben die Zentralbanken sich ja auch seit Anfang der 1990er Jahre aus meiner Sicht ersatzweise auf Leitzinspolitik verlegt. Eigentlich wollten sie ja Geldmengenpolitik machen und darauf käme es an. Aber solange wir ein Chiralgeldsystem haben, aufgrund der Funktionsweise dieses Systems, in dem immer die Banken im Vorlauf Tatsachen schaffen, welche der Zentralbank im Nachgang gar keine andere Wahl lassen, als diesen Tatsachen Genüge zu tun, solange wird man diese Probleme auch nicht in den Griff kriegen. Und man bräuchte deshalb wie ich meine, etwas, was man im 19. Jahrhundert schon mal gemacht hat, nämlich einen Übergang von Bankengeld zu Zentralbankgeld. Nicht? Oder anders formuliert heute, von Chiralgeld zu Vollgeld. Also Vollgeld, vollgültig bzw. unbeschränkt gültige gesetzliche Zahlungsmittel. Und dann hätte man eine effektive Handhabe, die Geldmenge zu kontrollieren. Und dann könnten die Zentralbanken das tun, was sie heute nicht mehr können, nämlich effektiv Geldmengenpolitik zu betreiben. Und das würde dann schon, also alle möglichen Reformmaßnahmen, die man ja in den letzten 3-4 Jahren entwickelt hat, zum Teil im Detail auch sehr bürokratisch, das hat seine eigene Berechtigung, ja, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ein Teil dieser überaus detaillierten und bürokratischen Regeln, darauf kann man verzichten, wenn man die Geldmenge unter Kontrolle hätte. Und das ist eigentlich das, wir haben ein Anliegen, das verstärkt in die Betrachtung nun mit einzubeziehen. Mhm. Herr Fratscher sagte eben, die Europäische Zentralbank kauft Zeit. Nun ist es kaum übertrieben zu sagen, Herr Wieland, dass die Europäische Zentralbank mittlerweile zum Bankenretter, zum Staatenretter und insgesamt auch verantwortlich für die Finanzstabilität geworden ist. Ist sie damit überfordert? Wäre es aus Ihrer Sicht nicht vielleicht sinnvoll, die Notenbanken würden ihre Geldpolitik wieder an eindeutige Regeln, wie etwa die Taylor-Regel, binden? Ja, ich denke, Regeln sind eine gute Idee. Und ich denke, Herr Fratscher hat ja auch schon gesagt, dass die EZB nicht die ganzen Probleme, die mit der Krise zu tun hat, lösen kann. Es wird vielleicht manche überraschen, aber wenn Sie sich mal die Zinspolitik der Fed oder der EZB anschauen, dann stellen Sie fest, dass Sie die sehr gut beschreiben können als eine Reaktion auf Inflationsprognosen, Wachstumsprognosen und Arbeitslosigkeitsprognosen. Und das ist einfach ein empirisches Ergebnis, da steckt keine Rationalitätsannahme dahinter, das ist sozusagen eine empirische Verhaltensgleichung. Und die gilt übrigens auch nicht nur vor der Krise, sondern auch während der Krise.
was ich mit Arbeiten mit Orfanidis, aber auch mit Tilman Plätzinger, einer der jungen Wissenschaftler hier vom IMFS, die Sie auch mit eingeladen haben, wo wir gezeigt haben, das lässt auch ganz gut die Zinspolitik der EZB während der Krise erklären. Das ist nicht schlecht, im Gegenteil. Wenn eine Notenbank systematisch agiert, dann kann ich sie als Beobachter auch prognostizieren. Ja, dann kann ich vorausschauen. Und das war ja auch der Zweck dieser Forward Guidance, etwas mehr Informationen zu geben über, wie denn die Zentralbank reagiert. Ist also zunächst mal systematisch vorzugehen eine gute Sache. Man kann dann auch hergehen, und Sie haben es schon angesprochen, und vergleichen mit anderen Erfahrungswerten, anderen Erfahrungsregeln. Und da ist die Taylor-Regel recht bekannt. Das bringt einfach den Leitzins in Zusammenhang mit Inflation, und zwar nicht der Prognose. Prognosen hängen von sehr komplexen Modellen ab, sondern der beobachteten Inflationsrate und auch mit der beobachteten Abweichung des Bruttoinlandsprodukts vom geschätzten Potenzial leider. Und da kann man feststellen, dass diese Regel zum Beispiel vor der Krise ganz deutlich höhere Zinsen empfohlen hat. Für die USA, aber wir haben im Sachverständigenrat das auch mal für die Eurozone uns angeschaut, und auch für die Eurozone hätte es höhere Zinsen empfohlen, und das hätte bedeutet, nicht ganz so günstige Kredite für den Immobilienboom. Welche und Zeiträume so meinen Sie jetzt? 2002 bis 2007. Mhm. Ja. Und ich denke, wenn wir jetzt nach so vielen Jahren Niedrigzinsen drüber nachdenken, ist die Zentralbank inzwischen ein Verstärker des Krisenverhaltens der Banken, also das geworden. Sollte sie davon vielleicht Abstand nehmen, dann denke ich, wäre es mal ganz nützlich, solche Regeln, die man vor der Krise nicht mehr beachtet hat, sich nochmal genauer anzuschauen. Also Ben Bernanke, wenn Sie ihn fragen, sagt er Ihnen, die Geldpolitik vor der EZB, vor der Krise, die die Fed gemacht hat, war genau richtig. Die ganze Schuld liegt bei der Regulierung. So hat er sich auch bei der American Association ausgedrückt. Mir scheint das mutig, vielleicht zu mutig. Ich denke, geben Sie mehr Gewicht einfachen Regeln, die auch in der Vergangenheit schon mal eine Warnung geliefert haben. Wir sprachen auch von der Forward Guidance, die ja viele Notenbanken mittlerweile handhaben. Vorgänger, die ersten waren die Amerikaner, die Fed, dann die Engländer, und jetzt versucht sich auch die EZB darin. Wobei man sagen muss, dass sowohl die Bank of England als auch die Federal Reserve mit ihrer festen Bindung an die Arbeitslosigkeit jetzt etwas unglücklich dasteht, weil die Entwicklung doch offensichtlich positiver an den Arbeitsmärkten ist, als sie erwartet hatten, und deswegen jetzt wahrscheinlich irgendwie Dinge tun muss, die sie eigentlich noch nicht tun möchte. Funktioniert die Forward Guidance aus Ihrer Sicht? Also da würde ich dazu sagen, wie so oft sind die Kleinen etwas mutiger und vielleicht uns auch schon voraus. Schauen Sie sich die norwegische Zentralbank an oder die schwedische Zentralbank, die veröffentlichen einfach ihre Prognose für den Zinspfad. Und das ist für die Marktteilnehmer durchaus nützlich, ja, weil es eine klarere Idee gibt, wo die Zinsen in der Zukunft gegeben, die Prognose der Zentralbank, gegeben den Ausblick der Zentralbank auf Inflations- und Wachstum hingehen könnte. Also ich bin auch nicht ein Verfechter dieser Verbindung mit der Arbeitslosenrate wie in England oder USA, sondern würde sagen, gehen wir doch und nehmen uns das Vorbild von Schweden und Norwegen. Mhm. Herr Professor Rocholl, bereits seit Beginn der Finanzkrise ersetzt die EZB praktisch den europäischen Geldmarkt, weil die Banken sich untereinander nicht mehr trauen und sich entsprechend kein Geld mehr leihen. Was muss getan werden, um hier Abhilfe zu schaffen? Ja, es ist in der Tat so, dass die EZB eine Intermediationsfunktion einnimmt, die sie vor der Krise nicht eingenommen hat. Dass also zum einen Banken gerade im Kern der Eurozone Einlagen bei den Zentralbanken haben. Andererseits, dass also vielleicht Mittel, die in normalen Zeiten im Interbankenmarkt an Banken in der Peripherie gegangen werden, und andersrum die Banken in der Peripherie in großem Maße abhängig sind von der Finanzierung durch die Zentralbank. Ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen, die letztlich mit der Aktiv- und der Passivseite der Geschäftsbanken zusammenhängen. Der erste Punkt, die Aktivseite, betrifft die Tatsache, dass Banken in zu großem Maße Staatsanleihen der Länder gekauft haben, in denen sie beheimatet sind. Man sieht das ja in den Stresstests der EBA, aber auch an vielen weiteren Indikationen. Zum Beispiel die Bundesbank hat da jetzt in ihrem
Monatsbericht im November 2013 hingewiesen, dass ein Vielfaches des Eigenkapitals der Banken in Staatsanleihen der Länder investiert sind, in denen diese Banken beheimatet sind. Und diese Größenordnung über die letzten zwei Jahre noch mal deutlich gestiegen ist, teilweise sich sogar verdoppelt hat in einzelnen Ländern. Das bringt natürlich die Gefahr mit sich, dass jedes Problem, das sich in den jeweiligen Staaten ergibt, auch direkt auf die Banken durchschlagen wird. Oder andersrum eine gewisse Hoffnung vielleicht auch seitens der Regierung bestehen kann, die EZB als Notnagel zu nutzen, also in gewisser Weise eine Put-Option für die Banken zu haben, sich bei der EZB dann, gerade wenn auch die Sicherheiten und der Umfang der Zuteilung geändert wird, sich dort Liquidität zu verschaffen. Das ist also ein zentrales Thema, das man sehr genau sich anschauen muss. Der zweite Punkt ist der, dass richtige Schritte unternommen worden sind im Hinblick auf die Bankenunion, eine stärkere Gläubigerbeteiligung hinzubekommen, dass leider nur noch offene Punkte da sind, wie effizient diese Gläubigerbeteiligung wirklich greifen kann. Das heißt, in welchem Umfang tatsächlich im Fall einer Schieflage einer Bank auch Gläubiger mit ins Boot genommen werden. Also das heißt, unabhängig von der Frage oder der wichtigen Frage, wie viel Eigenkapital Banken halten müssen, die Frage gestellt werden muss, wie haftbar können auch Gläubiger gemacht werden, in welchem Umfang können sie beteiligt werden. Und ich glaube, von dieser zweiten Frage hängt dann ganz im entscheidenden Maße ab, wie die weitere Ausgestaltung der verschiedenen Mechanismen der Bankenunion, insbesondere des Single Resolution Mechanism, genau ausgestaltet wird. Denn nur dann, wenn glaubwürdig vertreten werden kann, dass es eine glaubwürdige, effiziente Gläubigerbeteiligung gibt, nur dann ist es auch realistisch anzunehmen, dass es zu einer größeren Vergemeinschaftung, einer größeren Pool-Lösung kommen kann, wenn es darum geht, Verluste in Banken oder Schieflagen in Banken generell abzufedern. Sie sprachen von den vielen Staatsanleihen, die die Banken sich von ihren eigenen Staaten in die Bücher legen. Hat die Europäische Zentralbank die Banken nicht gerade dazu mit ihren Langfristtendern, Stichwort dicke Bärte, dazu verführt, dies zu tun? Das ist sicherlich die Konsequenz dessen, was passiert ist. Das sieht man ja in diesen Daten der Bundesbank, dass die Anleihen nochmal deutlich gewachsen sind, die in den Beständen der Banken liegen. Allerdings muss man immer auch davor den wichtigen Punkt berücksichtigen, dass die Regulierung auch keine Grenzen dieser Praxis setzt. Das heißt in zwei Formen. Die eine ist die fehlende Eigenkapitalunterlegung für Staatsanleihen. Und die zweite, die ich für wichtiger halte, ist die fehlende Größenbegrenzung von Investitionen in Staatsanleihen. Das heißt, das, was zum Beispiel im KWG als Grenze von 25% des haftenden Eigenkapitals vorgesehen war, als Forderung gegenüber einem bestimmten Kreditnehmer, gilt eben im weiten Maße für Staatsanleihen nicht. Das erklärt, warum zum Beispiel in den Daten, die man finden kann, zum Beispiel des Stresstests, griechische Banken dabei sind, die 400% ihres Eigenkapitals in griechischen Staatsanleihen halten, das für viele andere Länder auch gilt. Und dann natürlich in dem Augenblick, wo ein Schuldenschnitt diskutiert wird für ein Land wie Griechenland, automatisch sofort auch diese Banken in diesen Ländern in Probleme geraten. Herr Wieland, würden Sie das unterstreichen? Würden Sie auch eine Eigenkapitalhinterlegungspflicht für Banken einführen wollen? Und welcher Zeitraum ist da realistisch, ohne dass das die Spreads wieder in die Höhe schießen? Also ich würde das auf jeden Fall unterstreichen. Einen Punkt würde ich auch noch erwähnen, weil Sie vorher die OMT-Ankündigung angesprochen haben. Wir haben in unserem Jahresgutachten auch das nochmal aufgezeigt, dass auch mit nach dieser Ankündigung natürlich genau dieser Effekt, den Herr Rocholl schon angesprochen hat, nochmal verstärkt wurde. Also noch mehr Staatsanleihen bei den Banken dieser Länder, Staatsanleihen ihrer eigenen Länder. Und natürlich, wie all diese regulatorischen Änderungen, können Sie das nur über einen längeren Zeitraum graduell einführen. Das machen wir genauso bei den Eigenkapital, beim Anstieg der Eigenkapitalvorschriften. Und genauso müsste man natürlich auch bei den Staatsanleihen dies langsam graduell einführen, aber man muss dann eben mal starten und sich darauf einigen. Und ich denke, wir haben viel davon geredet, dass sich Menschen nicht rational verhalten und keine rationalen Erwartungen bilden. Aber natürlich ist das Hauptargument für eine graduelle Entwicklung, weil es eben doch schon so ist, dass
alle Menschen und auch die in den Märkten Erwartungen bilden. Und dann können sie sich langsam auf etwas einstellen. Und deswegen ist diese langfristige graduelle Entwicklung so wichtig. Und da würde ich mich genauso orientieren an, wie jetzt mit der Basel-Regulierung das für das Eigenkapital für Nichtstaatsanleihen. Können Sie eventuell konkretisieren, was Sie unter langfristig verstehen? Welche Zeiträume? Gut, ich habe jetzt aus meiner Forschung keinen bestimmten Jahresrahmen, den ich vorgeben würde, aber ich würde parallel zu der Regulierung, wie es in Basel beschlossen wird, eben auch die Staatsanleihen mit einbeziehen. Herr Fratscher, glauben Sie, dass es ein Hintergedanken der EZB war, mit der Auflegung der zwei dicken Berthas im Gesamtvolumen von über 1 Billion Euro, dass die Banken wirklich Staatsanleihen kaufen, um die Spreads runterzudrücken, die Risikoaufschläge runterzudrücken? Nein, ich denke nicht, dass ich muss da spekulieren, aber ich wäre überrascht, wenn das Ziel wäre. Ich denke, das Ziel ist ganz klar. Wir haben noch immer einen geldpolitischen Transmissionsmechanismus, der in der Eurozone sehr asymmetrisch funktioniert. Er funktioniert gut in Deutschland, in manchen nordeuropäischen Ländern. Aber er funktioniert nicht ausreichend in Ländern wie Spanien, Italien, Portugal, also auch selbst Länder, die jetzt kein Programm haben. Das heißt, die Liquidität, die die EZB an Banken vergibt, kommt nicht in vollem Maße oder in dem Maße, wie es erwünscht ist, bei vor allem kleinen mittelständischen Unternehmen an, bei privaten Haushalten. Und da liegt die große Schwierigkeit der Europäischen Zentralbank in ihrer Geldpolitik. Wir können über OMT sprechen, wir können über diese große Bertha sprechen, die natürlich immer darauf abzielt zu sagen, damit die EZB ihrem Mandat gerecht werden kann, Preisstabilität zu generieren, muss es ihr gelingen, diesen Transmissionsmechanismus mit ihren Instrumenten innerhalb ihres Mandats zu reparieren, zum Funktionieren zu bringen. Und ich würde jetzt diesen Effekt, dass Banken diese Liquidität nicht nehmen, um Kredite zu vergeben an Unternehmen, sondern das entweder bei der EZB als Überschussliquidität parken oder Staatsanleihen kaufen, als einen ungewünschten Nebeneffekt. Und ich glaube, hier muss man auch wieder unterscheiden. Wir haben Regulierer, wir haben die Aufsicht, wir haben also regulatorische Instrumente, die dafür genutzt werden können. Man kann jetzt nicht von der EZB zu erwarten, zu sagen, ihr müsst das Geld oder ihr dürft nur zu einem gewissen Maße Staatsanleihen damit kaufen. Also auch da muss man eine klare Trennung vornehmen, wo liegt die jeweilige politische, geldpolitische, regulatorische Aufgabe. Und die liegt sicherlich oder lag bisher zumindest nicht bei der Europäischen Zentralbank. Es wird sich natürlich jetzt mit der Bankenaufsicht auch hier einiges ändern. Eine ganz wichtige Veränderung. Aber bisher war es nicht die Aufgabe der EZB, das zu tun. Gleichzeitig muss sie natürlich berücksichtigen, was das auch für ihre eigene Geldpolitik bedeutet, was das für die Risiken bedeutet, was es bedeutet für Finanzstabilität in den Märkten. Deshalb muss die EZB das mit berücksichtigen, aber das Primärziel muss natürlich sein, um ihrem Mandat gerecht werden zu können, diesen Transmissionsmechanismus zu reparieren. Und dazu gehört es auch, ist auch Teil des Mandats für die EZB, Risiko auf die eigene Bilanz zu nehmen. Also es ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Risikoübertragung. Die Bilanz der Europäischen Zentralbank ist massiv angestiegen, aber und das macht vielen Sorgen und es macht auch mir Sorgen, das ist gar keine Frage, das ist ein Trade-off zwischen kurzfristigen und langfristigen Risiken, was die EZB dort eingeht, also die versucht, die kurzfristigen Risiken zu reduzieren, langfristige Risiken sind da, wir haben das über Finanzmarktblasen, Banken, die eigentlich nicht nachhaltig sind, trotzdem durch die EZB-Liquidität überleben, Staaten, die im Prinzip durch diesen Mechanismus profitieren, das sind die Nebeneffekte, die die EZB nicht direkt steuern kann, die EZB muss sich auf ihr Primärmandat konzentrieren, deshalb müssen wir uns bewusst sein, es ist nicht so, dass es diese Politik keine Risiken hat, aber man muss halt die verschiedenen Risiken und Effekte gegeneinander abwägen. Herr Professor Huber, was die Banken mit ihrer Liquidität anstellen, das ist ja auch Ihr großes Thema. Nun ist es de facto so, sie kaufen halt insbesondere die südeuropäischen Banken viele Staatsanleihen auf. Auf der anderen Seite wird die Europäische Zentralbank in Kürze jene Banken auch beaufsichtigen und verantwortlich sein für die Stabilität dieser Banken. Ist es nicht ein wahnsinnig großer Interessenkonflikt, der der nicht zu lösen ist? Grundsätzlich sehe ich diesen Interessenskonflikt an und für sich nicht. Wissen Sie, bei der Beurteilung der Frage, ob
die Krisenpolitik der Europäischen Zentralbank. Die eine Frage ist, war sie richtig im Sinne der Finanzwirtschaft? Die andere Frage ist, war sie rechtens? Und das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, de facto, die Europäische Zentralbank habe ihr mit der dicken Bertha, also ihr Mandat, eindeutig überschritten. Das heißt aber nicht, dass die Politik falsch war. Ich ziehe daraus die Schlussfolgerung, der Artikel 123 Absatz 1 des Lissabon-Vertrags ist in seiner Grobheit und Undifferenziertheit ein schlechtes Gesetz. Oder muss man dieses Gesetz ändern? Denn ich wiederhole mich, das war in dieser sehr kritischen Situation das einzig Richtige, was die Zentralbank gemacht hat, das zu sagen, wir sind fürs Geld zuständig, wir garantieren das, Punkt. So, eine andere Lösung, ich habe lange darauf gewartet in dem Moment, nicht? Und das bedeutet aber in der Tat, also das bedeutet, dass das heutige Mandat unserer Zentralbanken und der möglichen Zentralbankpolitik, das ist zu eng gefasst, ja? So in Anbetracht der Aufgaben, die nicht nur in Krisenzeiten anstehen. Und schon wenn Sie es betrachten mit dem Mandat, das die Bank von England hat oder die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten, das ist Teil dort des gesetzlichen Auftrags dieser Banken. Sie sollen im Rahmen des monetär Vertretbaren, das ist immer vorausgesetzt, im Rahmen des monetär Vertretbaren haben Sie auch die Aufgabe, eben verschiedene Aspekte der weitergehenden Wirtschaftspolitik begleitend zu unterstützen, um mal sehr zurückhaltend auszudrücken, nicht? Und das genau darauf käme es eben an. Und deswegen, also das ist ein Punkt. Es ist nicht das Verhalten der Zentralbank falsch, sondern die gesetzliche Grundlage, an der das Bundesverfassungsgericht selbstverständlich messen muss. Ja. Da hat sie natürlich recht, aber dann muss man eben über diese Gesetze eben nachdenken. Ich nehme Ihre Bemerkung mit den Staatsanleihen zum Anlass, auf etwas hinzuweisen. Das ist ja zutreffend, dass eigentlich schon seit über 200 Jahren in aller Regel die Banken einen sehr hohen Anteil an Staatsanleihen in ihrem Portfolio halten, weil sie ja auch in der Regel als die Erstabnehmer und die Erstfinanzierer dieser Staatsanleihen auftreten, einen Teil dann am Sekundärmarkt weiterverkaufen und einen großen Teil auch eben in eigenem Portfolio behalten. Und auch in Europa ist es weiterhin so, dass plus minus etwa die Hälfte im Besitz in- und ausländischer, also der Staatsanleihen, der Staatsschuldtitel im Besitz in- und ausländischer Banken ist. Das hat aber einen systemischen Hintergrund, auf den will ich hinaus, wenn ich darf. Es hat sich jetzt zufällig, in diesem Jahr ist der 200. Gründungstag der First National Bank in den Vereinigten Staaten. Und dem war vorausgegangen eine fundamentale geldpolitische Kontroverse. Wer ist fürs Geld zuständig? Die Regierung, wie die Amerikaner sagen, ne, Government, ist die Regierung zuständig oder sind die Banken zuständig? Und Jefferson und Anhänger sagten, dafür ist die Regierung zuständig, steht bei uns in der Verfassung, also in der amerikanischen Verfassung. Der Kongress hat das Recht, eben das Geld zu erzeugen und in Umlauf zu bringen und den Wert des Geldes zu bestimmen und so fort. Und die Banken sind zuständig für Kredit, also für Darlehen, aber die Banken sollen nicht selbst auch noch die Zahlungsmittel erzeugen, die zur Abwicklung ihrer Geschäfte nötig sind. Hamilton war sein großer Gegenspieler. Hamilton war, soviel ich weiß, selbst in Bankier oder in Bankgeschäfte direkt beteiligt. Und Hamilton hat sich durchgesetzt und sagt, überlasst das ruhig den Banken. Die machen das besser als die Politiker. Und die Banken werden sich immer freuen, dem Staat Kredit auszustellen. Und so geht es eigentlich seit 200 Jahren immer wieder mal hin und her in den verschiedenen Ländern. Wenn es so ist, dass der Staat sich selbst, also hier bei uns in Form einer unabhängigen Zentralbank, nicht, wenn praktisch die monetäre Prärogative der Geldschöpfung, wenn man das den Banken überlässt, nicht, dann ist das, und zwar vollständig, dann ist natürlich die Zentralbank bzw. der Staat auch in immenser Weise davon abhängig, dass die Banken eben die Staatshaushalte finanzieren, was der Zentralbank ja die Beteiligung verboten ist. Und da muss ich feststellen, historisch, praktisch, empirisch, was die Regierungen sich jeweils selbst untersagt haben,
Das haben natürlich durch die ganzen 200 Jahre die Banken umso bedenkenloser getan, nämlich dem Staat jede Menge Geld drucken bis zur nächsten Krise. Das hat sich wieder und wieder wiederholt. Und es bricht natürlich immer von den Peripherien her zusammen, wenn dann über Nacht gesagt, oh halt mal, Griechenland und Irland und Portugal Anleihen, das ist nicht null Risiko. Da gehen wir kein Geld mehr hin, dann bricht der ganze Markt zusammen. So. Also das ist systemisch Teil des gesamten Systems, das ist kein Zufall, sondern das geht seit 200 Jahren so und darüber muss man auch mal gründlich nachdenken. Herr Professor Wieland, die Europäische Zentralbank ist hier in Europa sehr viel umstrittener als die anderen großen Notenbanken in ihren Regionen. Siehe Bundesurteil des Bundesverfassungsgerichts, das ja erstaunlich deutlich war in seiner Wortwahl. Obwohl die Europäische Zentralbank auch im Vergleich zu diesen anderen Notenbanken sehr defensiv ist. Wie erklären Sie sich diese Differenz? Also, wenn ich vielleicht noch ein bisschen weiter in dem Zusammenhang ausholen darf, auch was Sie gesagt haben. Ich meine, natürlich haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass Inflation und Krisen eben auch mit Staatshaushalten und Staatsverschuldung zu tun haben, wenn dies außer Kontrolle gerät. Und deswegen ist es zum einen mal sinnvoll, Regeln zu haben und zum anderen ist es deswegen auch sinnvoll, Geld- und Fiskalpolitik zu trennen. Und das war ja auch das Anliegen des Bundesverfassungsgerichts, dass das wohl auch rechtlich so vorgesehen ist in Verträgen. Und sie haben sogar eine Möglichkeit geboten, wie man das OMT-Programm in Einklang mit den Verträgen, also sie haben nicht sozusagen von vornherein gesagt, da geht überhaupt nichts. Ja. Aber die Trennung ist wichtig. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was war jetzt anders bei der EZB als bei der FED zum Beispiel. Also erstmal hat natürlich die FED sehr viel direkt Anleihen gekauft, weil dort eben weniger übers Bankensystem lief. Also weniger, sie hat zum Beispiel nicht diese längerfristigen Geschäfte gemacht, mit den Banken, die die EZB gemacht hat. Das war eigentlich eine clevere Idee, weil mit diesen längerfristigen Geschäften sie sozusagen mit dem normalen geldpolitischen Instrument, also einfach der Bank Geld gegen Sicherheiten zu leihen, eben längerfristig dann auch schon bei einem Zins nahe Null die Bilanz erhöhen konnten. Also das fand ich eigentlich clever. Wo die EZB aber nicht zurückhaltender war, ist gerade beim OMT. Weil wenn Sie vergleichen, was hat die FED gemacht? Sie hat Bundesanleihen gekauft. Sie hat nicht, auch aus geldpolitischen Gründen, um die Deflation oder um zu bekämpfen oder um die Rezession zu bekämpfen, im Bundesgebiet, nicht in Kalifornien. Sie hat nicht kalifornische Staatsanleihen, also kalifornische Anleihen gekauft, um das Finanzproblem des Staates Kalifornien zu lösen oder zu reduzieren. Ja. Und das ist der große Unterschied mit dem OMT. Und das wurde ja auch im Urteil, das wurde vorher auch zitiert, des Bundesverfassungsgerichts herausgearbeitet, dass es hier um diese selektive Kauf einzelner und damit Pflege der Finanzierungskonditionen dieser einzelnen Staaten ging. Und das ist, da war die EZB nun, wie gesagt, eben nicht zurückhaltender. Also die Skepsis gegenüber der EZB ist eher der Tatsache geschuldet, dass die EZB, sage ich mal, eine Notenbank vieler souveräner Staaten ist und sie verteilt Risiken hin und her. Habe ich das richtig verstanden? Ja, sie hat selektiv gekauft und damit Risiken umverteilen und damit die Finanzierungskonditionen einzelner Staaten beeinflusst. Das war auch klar die Absicht. Und das wurde kritisiert und das hat eben die FED nicht gemacht. Das Argument zu sagen, auch die FED hat doch viele Staatsanleihen gekauft in ihrer quantitativen Lockerung, das ist eben nicht dasselbe. Wenn die EZB das machen wollte, in einer Situation, wo eine Deflation wirklich droht, dann würde sie entweder gewichtet nach Bruttoinlandsprodukt oder gewichtet nach Schuldenstand die Anleihen aller Staaten aufkaufen. Das würde sozusagen der quantitativen Lockerung, die wir in den USA oder England beobachtet haben, nahe kommen. Das ist nicht notwendig, weil wir diese Art von Deflationsgefahr, also ich sehe sie jedenfalls im Moment nicht. Aber sollte es notwendig werden, Stichwort Quantitative Easing, das würde bedeuten, dass die Europäische Zentralbank, jede dritte Staatsanleihe würde dann eine deutsche sein, die sie kaufen müsste. Da möchte ich mal wissen, wie groß die Bilanz noch wachsen muss, um Effekte in Griechenland zu erzielen mit diesem Programm. Der Zweck eines solchen Programms, um es nochmal zu wiederholen, wie es auch in den USA war, ist eben nicht Effekte in Maryland
Virginia oder Kalifornien oder Griechenland zu erzielen. Mhm. Ja. Und das sollte auch nicht Aufgabe der EZB sein. Dafür haben wir auch klare Mechanismen geschaffen. Der ESM war ein Mechanismus, der sehr wohl in der Lage ist, Griechenland Geld zu leihen. Er wurde von vornherein zu groß dimensioniert, wurde uns jedenfalls gesagt, um auch Spanien Geld zu leihen. Und wenn das nicht ausgereicht hätte, hätte man das nochmal erhöhen können, wenn man wollte. Und ob man wirklich Italien bei dem Schuldenstand und der Bedeutung der italienischen Wirtschaft jetzt auf diesem Weg Geld leihen sollte, das ist wohl zu bezweifeln. Und da wird auch klar, dass da allein solche Rettungspakete uns nicht herausbringen können. Was uns herausbringt, ist die verantwortliche Fiskalpolitik auf nationaler Ebene und die Reformpolitik. Und da wurden auch Fortschritte erzielt, wie Herr Fratscher gesagt hat. Aber eine Nebenwirkung der EZB-Politik war natürlich auch, dass die Anreize, diese Fortschritte weiterhin zu erzielen und da dran zu bleiben, etwas oder vielleicht auch stark reduziert wurden. Herr Fratscher, darf eine Zentralbank zwischen souveränen Staaten Risiken umverteilen? Jede geldpolitische Maßnahme hat Verteilungseffekte, egal was Sie machen. Ob es Zinsen sind, ob es das Covered Bond Purchase Program war. Jedes geldpolitische Maßnahme hat Umverteilungseffekte über Länder, über Sektoren, zwischen Schuldnern und Gläubigern. Also zu sagen, man darf keine Umverteilungseffekte haben, ist erstmal falsch. Denn jede geldpolitische Maßnahme hat das, und das ist ja auch der Mechanismus, wie Geldpolitik funktioniert. Zum OMT-Programm würde ich mit Volker Wieland in dem Punkt nicht übereinstimmen, zu sagen, die Fed kauft ja keine Staatsanleihen oder keine Anleihen von Kalifornien oder Wisconsin. Die Fed kauft zum Beispiel Mortgage-Backed Securities. Die Fed geht rein und sagt, wir haben hier ein Marktsegment, das nicht funktioniert, das aber wichtig ist für die Finanzstabilität und damit die Fed ihr Mandat gerecht werden kann. Deshalb müssen wir dieses Problem beheben. Und die Zielsetzung des OMTs ist ja nicht zu sagen, wir wollen hier den Spaniern oder Italienern es ermöglichen, ihre Staatsschulden zu finanzieren, sondern zu sagen, wenn dieser Markt nicht funktioniert und er ist so extrem wichtig, damit das Finanzsystem funktioniert. Denn nochmal das Thema Staatsanleihen. Staatsanleihen sind enorm wichtig als Safe Asset. Okay, man kann sagen, die sind vielleicht nicht mal ganz so sicher, aber im Prinzip als Benchmark, worüber Kredite für Unternehmen, für Banken, für private Haushalte gepreist werden. Deshalb ist es so wichtig, dass dieser Markt ausreichend gut funktioniert, liquide ist, dass die Risiken, die Kreditrisiken, nicht die Liquiditätsrisiken, sondern die Kreditrisiken akkurat wiedergespiegelt werden. Und das OMT-Programm ist zu sagen, wenn es zu Verwerfung in diesen Märkten kommt, weil eine Spekulation über den Verbleib dieses Landes im Euro oder nicht stattfindet, dann greifen wir ein und wir sichern im Prinzip, wir setzen einen Floor, also wir sagen, wir sichern gegen dieses Risiko, gegen Liquiditätsrisiko und Wechselkursrisiko ab, nicht gegen Kreditrisiko. Deshalb denke ich, muss man unterscheiden. Es ist das Ziel der Geldpolitik und ich glaube keiner geldpolitischen Maßnahme kann es je sein, eine Umverteilung zwischen souveränen Staaten zu verursachen, sondern es muss sein, Märkte, die nicht funktionieren, aber wichtig sind, zum Funktionieren zu bringen. Und da sehe ich keine Unterscheidung zwischen einem MBS-Markt, also einem Mortgage-Backed-Security-Markt oder Mortgage-Markt in den USA und einem Markt von Staatsanleihen in Europa oder in der Eurozone. Ganz im Gegenteil, da kann man sagen, der Markt für Staatsanleihen ist so enorm wichtig, dass die EZB das machen musste. Und ich denke, in vielerlei Hinsicht gibt ihr der Erfolg auch recht. Denn man sieht ja deutlich, dass diese Liquiditätsprämien und die Wechselkursprämien im Markt deutlich abgenommen haben. Und deshalb kann man schon ex post sagen, die Erfahrung, die wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren gemacht haben, gibt der EZB in dem Punkt in gewisser Weise recht. Nun argumentiert Draghi, eine Währung, deren Zukunft nicht in Zweifel steht, kann nicht funktionieren. Die Spanier sagen ähnlich, wir haben enorme Risikoaufschläge zahlen müssen, nicht weil wir so hoch verschuldet sind, nicht weil unsere Wirtschaft nicht funktioniert, sondern weil der internationale Finanzmarkt an der Zukunft, an dem Bestand des Euro zweifelt. Stimmt diese Argumentation, Herr Rocholl? Also ich denke, empirisch gesehen ja. Es gibt ja verschiedene Untersuchungen dazu, eine vom Sachverständigenrat, wo man sich anschaut, wie ein Wettmarkt, der darauf wettet, ob der Euro auseinanderbricht oder nicht,
signifikant im Erklären der Renditeabstände, sagen wir mal, zwischen Deutschland, Spanien oder Deutschland, Italien ist. Ein weiteres Argument, das ja von Peter Pratt vorgebracht wird, ist, dass man sich anschaut, wie sind die Renditeabstände zwischen den in Dollar und Euro emittierten Anleihen desselben italienischen Unternehmens. Das heißt, wenn man alles andere außen vor lässt, also ceteris paribus, dann sollten die ja identisch sein. Wenn man aber davon ausgeht, dass es ein Denominationsrisiko in der Form gibt, dass man davon ausgeht, dass Italien den Euroraum verlassen sollte, dadurch eine schwächere Währung nachher bekommen sollte, dann würde man entsprechend auch ex ante eine höhere Rendite dafür verlangen. Und das scheint sich auch so festzustellen. Allerdings würde ich gerne einen Punkt dazu machen. Dieses Denominationsrisiko ist letztlich ein politisches Risiko. Ich halte es nicht für ein wirtschaftliches Risiko. Es sind zwar sehr viele wirtschaftliche Faktoren, die dazu beitragen, aber letztlich ist ja die Entscheidung, im Euro zu bleiben oder nicht, auch wenn sie durch viele wirtschaftliche Faktoren mit beeinflusst wird, eine letztlich Entscheidung der Nationalstaaten, also eine politische Entscheidung. Und das ist die Notlage, in die die EZB in gewisser Weise gebracht wurde, dass sie nicht nur Lender of Last Resort ist, sondern in gewisser Weise Actor of Last Resort, da die Politik nicht in der Lage war, diese Versicherung auszusprechen, auch durch die Opposition gegen weiterreichende Hilfsmaßnahmen auch in Deutschland, dass also letztlich dieser Act of Last Resort notwendig wurde, dass die EZB in diese Lage gekommen ist und letztlich Entscheidungen treffen musste, die eigentlich auf der politischen Ebene hätten getroffen werden müssen. Insbesondere zeigt sich das für mich besonders an diesem Denominationsrisiko, was, wie gesagt, aus meiner Sicht letztlich ein politisches Risiko ist. Wenn ich da kurz noch was dazu sagen darf, weil wir sind ja eigentlich auch hier, um von der Forschung zu erzählen, und deswegen fand ich es toll, dass Sie gerade diese Forschungsarbeit von Mitarbeitern des Sachverständigenrats erwähnt haben. Dort war es so, man hat im Prinzip geschaut, an einem experimentellen Markt, wo eine Internetplattform, wo gehandelt wurde und sich Erwartungen gebildet haben über den Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Diese Zeitreihe hat man genommen und mit eingebracht in eine Zeitreihenstudie, die versucht, die Risikoprämien bei den Staatsanleihen verschiedenen Faktoren zuzuordnen. Und es war also dann die Übertragung, also wenn die Wahrscheinlichkeit, dass Griechenland austritt, wie beeinflusst das die Staatsanleihen, Aufschläge von Spanien oder Italien? Ja, also dahinter war nochmal die Annahme, dass das auch irgendwas für den Austritt Spaniens bedeutet, was etwas mutig war. Aber wenn man dann mal ganz genau guckt, was quantitativ rauskam, insbesondere in den Monaten vor der Ankündigung durch Draghi, der OMT im Sommer 2012, dann zeigt diese Studie, dass genau in der Zeit für Länder wie Spanien oder Italien dieser Faktor nicht bestimmend war, sondern bestimmend waren Fundamentalfaktoren wie die Entwicklung der Haushaltsdefizite und der Schuldenstände. Mhm. Und ich finde, wir brauchen viel mehr solche empirische Studien, weil es wichtig ist, sich an dem, was wir aus den Daten herauslesen können, zu orientieren und nicht nur an, also nicht einfach nur an Überzeugungen, die man schon mal gebildet hat. Also deswegen wollte ich da noch ein bisschen noch mehr erzählen. Herr Fatscher, gleich dazu. Vielleicht auch dazu, wir haben auch eine empirische Studie über diese Gnase-Frage gemacht und die Schwierigkeit dabei ist, immer zu sagen, was ist denn das nachhaltige Gleichgewicht oder Beziehung zwischen Fundamentalfaktoren und Risikoaufschlägen oder Renditen. Und viele der Studien, auch unsere Studie, kämpft mit dem Problem, dass man natürlich immer die Vorkrisenperiode vor 2007 als das Gleichgewicht nimmt, das nachhaltige. Und Herr Rürup hat es angesprochen, diese Annahme von effizienten Kapitalmärkten müssen wir dahinter fragen. Denn die Tatsache, dass vor der Krise Griechenland 10 Basispunkte mehr auf seine Staatsanleihen gezahlt hat als in Deutschland, kann man wohl auch nicht als wirklich effiziente Märkte bezeichnen. Und wenn man halt da die Annahme macht, das ist das effiziente Gleichgewicht, das ist die nachhaltige Beziehung, dann macht man sehr leicht oder kommt man sehr leicht in das Problem, dass man dann sehr viel einem wirklich dem Kreditrisiko zurechnet und weniger der Liquiditätsrisiko. Also auch hier ist eine Menge Unsicherheit und unsere Studie findet eigentlich, dass sicherlich ein großer Teil der Spreads von spanischen, italienischen Staatsanleihen gegenüber deutschen durch Kreditrisiko, also durch Fundamentalfaktoren zustande kommt, aber es durchaus in der ganzen Phase seit 2008 auch eine große Komponente gegeben hat, die mit Liquidität und mit Spekulationen im Wechselkursmärkten oder über Austritt zustande gekommen ist. Also hier, ich glaube, diese Unterscheidung ist extrem wichtig, weil wir in Deutschland immer wieder den Fehler machen, in der öffentlichen Diskussion zu sagen,
diese Aufschläge für Spanien, Italien reflektieren ausschließlich Kreditrisiko. Also diese Liquiditätsrisiko, diese anderen Faktoren werden immer leicht unter den Teppich gekehrt, weil sie halt unheimlich schwer zu erklären und zu messen sind. Aber das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Ja, ja. Also direkt daran anknüpfend möchte ich das sozusagen weiterführen, diesen Gedankengang. Wenn Sie mal die Anleihemärkte betrachten ab dem Jahr etwa 2000, und wir hatten ja da die damals viel gerühmte Zinskonvergenz im Euroraum, nicht? Und ich habe mich immer gefragt, warum konvergieren diese Zinsen? Irgendwie war mir das nicht logisch, einfach weil das sehr unterschiedliche Wirtschaften unterschiedlicher Produktivität und Bonität und so weiter doch sind. Und die Vorstellung, dass der Euroraum, nur weil man jetzt einen Euro hat, plötzlich eine irgendwie homogene realwirtschaftliche Landschaft sei. Und ich betrachte das schon, also im Nachhinein kann man sagen, das ist schon, diese Zinskonvergenz ist eine Art von, kann man sagen, Marktversagen. Nicht? Es ist, ich glaube nicht, dass die Zentralbank so etwas steuern kann. Nicht? Das wäre noch ein weiteres Thema, was die Zentralbank mit der Zinspolitik überhaupt erreichen kann. Und bei dem Thema, also wie kommt es zu solchen Fehlleitungen an den Finanzmärkten. Und ich meine, es ist wichtig, dass wir uns mit der aktuellen Situation befassen, aber wir sollen ja auch etwas über den Tellerrand hinausdenken. Ein Aspekt, den man hier einmal auch vorbringen, systematisch berücksichtigen muss, ist die Tatsache, dass modernes Geld keinen Knappheitsanker hat. Ja? Modernes Geld kann von denen, die dazu autorisiert sind, beziehungsweise die eben die Standing in der Wirtschaft haben, Geld, Zahlungsmittel in Umlauf zu bringen, eben auch erzeugt werden. Modernes Geld ist Zeichengeld oder wie die Amerikaner sagen, es ist Fiat Money, das buchstäblich aus dem Nichts geschöpft wird. Das ist nicht schlimm, das ist notwendig. Also zurück zum Goldstandard, das bringt meines Erachtens nichts, hat seine fundamentalen Gründe, dass der Goldstandard im Zuge der Industrialisierung darüber hinaus gehen mussten, aber Tatsache ist, es gibt keinen Knappheitsanker für modernes Geld. So, nicht? Und deswegen die einzelnen Akteure, nicht, wenn sie also Geld bei Bedarf oder nach Geschäftsplan sozusagen mit wenig Restriktionen erzeugen können, dann entsteht natürlich ein instabiles prozyklisches Verhalten. Wenn Optimismus herrscht, wird in der Regel überschießend Geldmenge erzeugt, in der Krise ist dann eben Stagnation, da ist möglicherweise sogar leichte Kontraktion, im Ergebnis aber ist überschießende Geldmengenerzeugung. Es fehlt ein Link, der die Geldmengenentwicklung in Beziehung setzt zum gesamtwirtschaftlichen Wachstumsprozess, sodass sich das in etwa proportional zueinander bewegen könnte, während wir, was wir tatsächlich haben, gerade auch in den letzten 10 bis 30 Jahren, eben eine extrem disproportionale Entwicklung der Geldmengen und der Finanzaktiva. Nicht? Deswegen komme ich darauf zurück, Leitzinspolitik mag ja in Einzelheiten etwas für sich haben, aber was fehlt ganz fundamental ist Geldmengenkontrolle. Das ist verloren gegangen, das hat man Anfang der 90er Jahre aufgegeben, weil man die Erfahrung gemacht hat, apropos, Sie haben vorhin den Transmissionsmechanismus zitiert, ne? Ich frage mich ja, in welche Richtung der geht. Also die Zentralbanken haben die Geldmengen, die potenzialorientierte Geldmengensteuerung aufgegeben, weil sie die Erfahrung gemacht haben, das funktioniert nicht, weil eben die Banken im Vorlauf Tatsachen schaffen, die Zentralbanken eigentlich, nach denen sie nachkommen müssen, eben zum Bruchteil refinanzieren müssen, wenn sie nicht in die Rolle desjenigen kommen wollen, der den Betrieb stört und womöglich daran schuld ist, dass die Zahlungsflüsse stocken und so weiter und so fort. Nicht? Ich frage mich also, in welche Richtung eigentlich im heutigen Geldsystem die Transmission läuft, ob das so eindeutig ist. Meine Reservepositionen vorgeben, das ist ja nicht in Wirklichkeit so, sondern die Banken stellen Primärkredit raus und daraus ergeben sich bestimmte Reservebedarfe
Und ich erinnere mich an, es ist 40 Jahre her, im Jahr 1972 hat der damalige Bundesbankpräsident Emminger sich im Spiegel beklagt. Da hat er gesagt, ja, die Banken feiern sich, weil sie ihre Bilanzen so schön erweitern. Das ist eine große Erfolgsmeldung. Aber ihm macht das Sorge, weil das weit über das Wirtschaftswachstum hinausschießt. Und das ist so relativ wörtlich. Eigentlich müssten wir es ja mal bei einigen Banken drauf ankommen lassen. Das heißt also, die Refinanzierung nicht in dem verlangten Maße geben. Aber, sagt Emminger hinzu, das können wir uns ja wohl nicht leisten, weil sonst das System in Stocken kommt und dann haben Sie einen schwarzen Peter. Ne? Also drohte damals schon so eine Art Lehman, meinten Sie. Ja. Herr Wieland, Sie wollten dich direkt dazu äußern. Zwei Punkte ganz direkt. Sie sagten den Punkt mit Marktversagen. Ich glaube, da die Erklärung ist nicht so schwierig mit den Aufschlägen vor der Krise. Zum einen hat die EZB natürlich die Staatspapiere als Sicherheiten gleich behandelt. Zum anderen gibt es bis heute nicht diese Eigenkapitalunterlegung. Also haben die Banken Anreiz, da reinzugehen. Also das war natürlich das System und es war insofern auch keine große Irrationalität, sondern wie wir sehen, ex post hat sich ja auch gerechnet. Wir haben ja auch mit der einen Ausnahme des Schuldenschnitts in Griechenland das abgesichert, eben zuletzt die EZB, indem sie sagt, mit dem OMT legen wir eine Grenze, ihr findet immer einen letzten Käufer für die Staatsanleihen, das sind wir. Also ich glaube, so einfach ist das. Mit dem Geld, ich finde, sie legen da einen Finger in die Wunde. Es ist tatsächlich so, dass vor der Krise die Standardempfehlung der monetären Ökonomie war Inflationssteuerung. Michael Woodward, wir haben ihm damals den Deutschen Bankpreis in Financial Economics gegeben, meinte, also man darf die Geldmenge überhaupt nicht angucken, das macht alles kaputt, nur Zinsen und Inflation. Glücklicherweise, aus meiner Sicht, hat die EZB diese Zwei-Säulen-Strategie gehabt. Trichet hat damit ja auch argumentiert, dass er 2005 die Zinswende durchgeführt hat, nur leider zu wenig und zu spät. Tatsächlich hätten diese Daten darauf hingewiesen, dass man eben stärker hätte die Zinsen erhöhen müssen. Und man muss nicht gleich sozusagen jetzt komplett die Giralgeldschöpfung abschaffen. Man kann auch mal einen Schritt in die Richtung gehen und sagen, wir legen wieder ein stärkeres Augenmerk auf die Geld- und Kreditmenge. Ja, ich würde gerne diesen Punkt noch bisschen erweitern. Also ich sehe dort auch nicht notwendigerweise eine fehlende Rationalität, die sowohl für die Bewertung der Staatsanleihen als auch insbesondere für die Bewertung der Bankanleihen gilt. Es ist ja so, dass bis zum Beispiel zur Umsetzung des Restrukturierungsgesetzes hier in Deutschland, da kann man jetzt immer noch darüber diskutieren, ob das weitreichend genug ist, aber es war eindeutig so, dass die Ratingagenturen in ihrem Gesamtrating von Banken letztlich immer eine, neben der inhärenten Stärke der Bank, auch immer eine Komponente dort beinhaltet hatten, die auf die Unterstützungsmöglichkeiten des Staates abzielten. Das heißt, ich glaube, bei Moody's ist es so, da kann man insgesamt 16 Punkte bekommen, von denen waren 11 abgelegt auf die inhärente Stärke der Bank, 5 Punkte waren darauf oder verwiesen darauf, wie stark im Zweifel der Staat unterstützen konnte. Und letztlich unter Berücksichtigung dieser Tatsache, dass man sowohl bei den Staatsanleihen als auch bei den Bankanleihen immer davon ausgehen konnte, dass es im Zweifel jemanden gibt, der noch wieder helfen wird, sind auch die fehlenden Renditeabstände dann doch zum großen Teil wieder zu rationalisieren. Mhm. Nochmal zum Thema Blasen, die Sie eben auch eben ansprachen. Der ehemalige legendäre Fed-Chef Greenspan hat immer behauptet, es sei nicht Aufgabe der Notenbanken, Blasen zu bekämpfen. Ja, es sei nicht einmal möglich, sie zu diagnostizieren. Hat sich nach den jüngsten Erfahrungen, nach den zwei großen Krisen, die wir hatten, platzen Internetblase, platzen Immobilienblase in den USA, hat sich daran was geändert? Muss die Notenbank die Entwicklung an den Finanzmärkten beachten und notfalls eingreifen? Herr Fratscher? Ja, unbedingt, denn wie wir wissen, Finanzstabilität ist eine notwendige, wenn auch keine hinreichende, aber eine notwendige Voraussetzung auch für Preisstabilität. Deshalb würde ich da gar keine Unterscheidung machen, zu sagen, es gibt zwei unterschiedliche Ziele. Das eine heißt Preisstabilität, das andere Finanzstabilität und darunter Blasen zu vermeiden, sondern die gehören oder sind sehr eng miteinander verbunden und gehören zusammen. Wenn wir Finanzmarktblasen haben, sei es im Immobilienmarkt, sei es im Aktienmarkt, sei es in anderen Marktsegmenten, dann wird sich das früher oder später in der Regel
negativ auch auf die Realwirtschaft auswirken und damit auch auf die Fähigkeit der Zentralbank, Preisstabilität zu generieren. Und deshalb denke ich, ist es enorm wichtig, dass man versucht, solche Blasen zu vermeiden. Die Schwierigkeit ist, dass es unheimlich schwierig ist, die zu identifizieren. Das ist der erste Punkt. Und dass Blasen unterschiedlichen Marktsegmenten negative oder unterschiedliche Gefahren birgen. Also zum Beispiel Blasen in Aktienmärkten sind in der Regel, haben sehr viel schwächeren realen Effekt auf die Realwirtschaft als Blasen zum Beispiel im Immobilienmarkt. Deshalb muss man auch da nochmal unterscheiden, über was für Blasen reden wir. Also nochmals, die Zentralbank, denke ich, muss sich das genau angucken, muss diese Risiken mit ihrer Geldpolitik mit berücksichtigen. Häufig dauert es viele Jahre, bis sich solche Blasen bilden. Wir haben das gesehen nach 2002, als die Fed und auch die EZB die Zinsen massiv gesenkt hatten. Damals war die Sorge vor allem bei der Federal Reserve das Thema Deflation. Man hat gesagt, wir kaufen uns eine Versicherung, indem wir die Zinsen nochmal deutlicher senken, als wir es andernteils tun würden. Und Volker Wieland hat von der Taylor Rule gesprochen, gesagt, wir lagen eigentlich in vielen Jahren darunter, was uns eigentlich die Regel gesagt hat. Am Anfang war das, man hat sich eine Versicherung gekauft gegen Deflation und hat dann im Prinzip damit auch diese Blase vor allem im amerikanischen Immobilienmarkt auf den Weg gebracht. Also man muss diese Risiken mit berücksichtigen, allerdings bei allen Schwierigkeiten, es ist unglaublich schwierig, solche Blasen zu identifizieren. Und natürlich auch wiederum ist es nicht nur die Aufgabe der Zentralbank, das zu tun, sondern auch der Finanzaufsicht, der Regulierung, die auch da die richtigen Vorgaben und da auch kontrazyklisch dann so fungieren muss, dass Banken halt in ihrem Verhalten dann auch beeinflusst werden. Wir sprachen eben von den Bilanzsummen der Notenbanken, die sich mächtig aufgeblasen haben. Die vier großen, sprich Bank of England, Bank of Japan, die Fed und die EZB, haben ihre Bilanzsummen innerhalb von wenigen Jahren, innerhalb von 7 Jahren, von 3 auf über 10 Billionen Dollar aufgebläht. Gleichzeitig erleben wir an den Aktienmärkten Höchststände, in den USA, teilweise auch in Europa sogar. Droht da eine Blase an den Aktienmärkten? Dass sie nicht so gefährlich sind wie Immobilienblasen, mag stimmen, aber wenn wir die Folgen der platzenden Internetblase Anfang des Jahrtausends gesehen haben, kann man nicht behaupten, dass sie nicht auch brisant wären. Droht da eine Blase an den Aktienmärkten, die vielleicht die Notenbanken beachten sollten? Ich kann gerne was dazu sagen. Also ich bin da sehr skeptisch, dass man jetzt aus Vermögenspreisen das herauslesen kann. Da brauchen wir wirklich tolle Modelle, um uns zum einen zu unterscheiden, was ist rational, was ist irrational und was ist eine rationale Blase oder eine irrationale Blase. Kann ja beides geben. Aber das heißt nicht, dass ich denke, dass man da jetzt nichts tun sollte, sondern alles, was ich von Anfang an argumentiert habe, war ja, es gibt durchaus einfache Regeln. Taylor-Regel war ein Beispiel, da muss ich nicht eine Theorie bilden, ob es jetzt eine Vermögenspreispreise gibt. Da sehe ich schon an dem Zusammenhang Zins, Inflation und BIP das, was aus dem Lot ist. Ich habe auf die Geldmengenentwicklung hingewiesen, Kreditentwicklung. Das sind Größen, denen kann man mehr Gewicht geben und wir sind tatsächlich in einer Situation, wo man darüber nicht nur aktiv nachdenken sollte, sondern sich auch mal hinterfragen sollte, ob diese ganze Deflationsfurchtdebatte der einzige treibende Faktor jetzt sein sollte, nach so vielen Jahren niedriger Zinsen weiterhin so lange dabei zu bleiben. Bei der Fed sehen wir schon, dass er von ihrer historischen Politik abgewichen ist. Sie hält die Zinsen länger niedrig als gegeben, die makroökonomische Entwicklung. Und davor warne ich. Ja, ich würde gerne auch noch einen Punkt aufgreifen, den Herr Fratscher gerade schon zu Recht erwähnt hat. Das ist natürlich die Frage der Regulierung. Wenn man sich beispielsweise die Situation im Subprime-Markt in den USA anschaut und auch anschaut, in welchem beträchtlichen Umfang gerade Landesbanken aus Deutschland dort investiert haben. Also wir haben das selber mal empirisch in einem Paper untersucht, haben festgestellt, dass in manchen Jahren bis zu 10% dieses Marktes von deutschen Landesbanken genutzt wurde. Dann muss man natürlich die Frage stellen, wie, und das kommt vielleicht auf einen Punkt zurück, über den wir vorher gesprochen haben, in welcher Form das im Rahmen der Bankenregulierung möglich war, dass so massiv Kapital in diese Anlageform gegangen ist und dadurch auch massiv dazu beigetragen hat, dass so ein Markt überhaupt so lange existieren konnte und nicht viel früher schon zum
zu einem realistischeren Niveau zurückgefallen ist. Deshalb vielleicht noch einen Punkt, den ich gerne noch ergänzen würde. Wir hatten eben über die Frage der Unabhängigkeit gesprochen, Unabhängigkeit der Zentralbank, wenn es um die Frage geht, ob die Bankenaufsicht auch bei einer Zentralbank angesiedelt sein soll. Und da sehe ich durchaus sehr kritische Punkte und glaube nicht, dass die EZB zumindest langfristig die richtige Institution ist, um diese Bankenaufsicht durchzuführen, weil es natürlich jetzt aus kurzfristiger Sicht kann man sagen, es gab auf die Schnelle keine andere Institution, um die Bankenaufsicht dort anzusiedeln. Aber langfristig gibt es sowohl Interessenkonflikte als auch Fragen der Unabhängigkeit. Wenn man sich also zum Beispiel mit den Finanzministerien darüber einigen muss, wie jetzt die fiskalische Beteiligung der einzelnen Länder stattfindet. Und es mag ohne weiteres Fragen der Zielkonflikte geben, wenn es darum geht, die Geldpolitik, die Fragen der Preiswertstabilität in Einklang zu bringen mit dem, was vielleicht auch an Fehlern in der Bankenaufsicht geschehen sind. Und diese Fehler werden immer wieder passieren. Deshalb sehe ich diesen Punkt sehr viel kritischer, als es eben diskutiert wurde. Also das heißt, langfristig sehe ich die Bankenaufsicht eher bei einer anderen Institution angesiedelt. Zum Beispiel? Man könnte zum Beispiel darüber nachdenken, dass man wie in den USA einen Einlagensicherungsfonds, den FDIC, hat, die dann auch eine ähnliche Rolle in Europa einnimmt. Das wird natürlich Zeit erfordern und das wird nicht von heute auf morgen kommen. In jedem Fall wäre es wichtig, eine Institution zu finden, die tatsächlich unabhängig ist, denn das sollte man bei dem Ganzen nicht vergessen, bei dieser Kritik. Der Schritt aus meiner Sicht zu einer europäischen Bankenaufsicht ist richtig, wenn es dadurch gelingt, diese Fälle wie zum Beispiel bei den Landesbanken, aber auch in anderen Ländern zu unterbinden, also das heißt, die zu enge Beziehung zwischen Politik und Banken damit zu durchbrechen. Ja, über das Thema Bankenregulierung werden wir heute am Nachmittag noch groß und tiefer eingehen. Gut. Sie haben gerade mich so angeguckt, ich habe aber nicht die These vertreten, dass die Zentralbanken als Bankenaufseher tätig sein sollen. Aus bestimmten praktischen Gründen hat sich das so ergeben, aber was diese Sache anbelangt, bin ich grundsätzlich ganz Ihrer Meinung. Die Zentralbank soll für das Geld zuständig sein und nicht für die Aufsicht. Das soll in der Tat, sollte institutionell woanders hingehören. Wo ich aber noch mal etwas dazu sagen möchte, ist dieses Thema, wie schwierig es ist, Finanzmarktblasen zu identifizieren. Ja, das mag so sein, aber ich meine natürlich, auch ohne eine tiefschürfende Theorie, wenn ich beobachte in einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren eine zunehmende disproportionale Entwicklung zwischen dem realen und dem nominalen Wirtschaftsprodukt und verschiedenen anderen Finanzmarktindikatoren, also dass hier Multiplikatoren auftreten, die also schon ziemlich, dann versteht doch eigentlich jeder, da driftet etwas irgendwo hin, wo es Probleme geben könnte. So, dass wir so wenig, ich meine, ich stimme Ihnen bei, es besteht, insofern stimme ich Ihnen, pflichte ich Ihnen bei, darüber zuverlässige Aussagen zu treffen, ja, warum haben wir die Instrumente nicht? Naja, weil das die Finanzwissenschaft nicht so sehr interessiert hat in den zurückliegenden Jahrzehnten. Also gut, da haben wir einen großen Forschungsbedarf, aber darum muss man sich auch kümmern, nicht wahr? Dass man also diese Frage sehr ernst nimmt. Und ich weiß nicht, da kommt das Thema rein bei Ihnen da mit den rationalen und den irrationalen Erwartungen. Ich verstehe wohl, dass das sozusagen wissenschaftsimmanent Ihnen wichtig erscheint, aber ich würde mal sagen, was heißt rationale Erwartungen oder irrationale Erwartungen? Es gibt Erwartungen und Einschätzungen und es gibt Stimmungen und so wird gehandelt. Nicht wahr? Für die reale Wirtschaft, wie rational oder wie irrational das ist ein, soll man sagen, ein sehr theorieimmanente Fragestellung, die nicht unbedingt von den tatsächlichen Problemen ausgeht. Und eins noch zu regelgebundener Zentralbankpolitik. Und da haben Sie wiederholt die Taylor-Regel erwähnt, also praktisch eine Regel, nach der die Inflation nach verschiedenen Aspekten und der Leitzins, nach der Regel man die miteinander verkoppelt, nicht? Und da möchte ich, ich will Ihnen nicht auf die Nerven gehen, aber ich komme auf den Punkt zurück.
Was erreicht man denn mit Leitzinspolitik überhaupt? Wie weit kann die reichen? Wenn wir ein fraktionales Reservesystem haben, wo heute die Mindestreserve 1% beträgt, aktuell später vielleicht mal wieder 2%, die Banken 0, noch etwas Prozent an den Umsätzen Überschussreserve benötigen und halt sicher immer noch 17-18%, also einen gewissen Vorrat an Bargeld benötigen. Aber was kann Leitzinspolitik denn da auf 100%, was kann die Fraktion der Geldmengen, die vom Leitzins berührt ist, direkt, nicht? Was kann die auf 100% bewirken? Die Frage muss man sich doch echt mal stellen. Und da möchte noch einmal herausstreichen, es könnte erscheinen, als sei sozusagen Leitzinspolitik die Spitze der Entwicklung oder des Fortschritts in der Geldpolitik. Aus meiner Sicht ist es eine Verlegenheitslösung, weil die Geldmengenpolitik nicht funktioniert hat und unter den bestehenden Bedingungen nicht funktionieren kann. Ne? Herr Willian, da komme ich immer wieder drauf zurück. Ja. Sprechen durch. Ja, also ich finde, wir sollten es nicht immer so tun, wie wenn man die Fragen zum allerersten Mal stellt. Also was die Auswirkung einer Zinsänderung ist, ist eine Frage, die man schon seit vielen Jahren sich stellt, die man immer wieder mit den neuesten Methoden empirisch abschätzt und wofür übrigens auch der Nobelpreis unter anderem für die Methodiken an Sarge und Sims vergeben wurde. Also es ist nicht so, dass dazu keine Wissenschaft gibt. Und ich bin da ehrlich gesagt ganz pragmatisch. Also man kann auch mit anderen Modellen kommen. Was wir mit unseren bescheidenen Mitteln hier am IMFS in Frankfurt versucht haben, ist, wir stellen eine Plattform auf, wo Sie Modelle vergleichen können. Da können Sie die viel geschmähten DSGE-Modelle ausprobieren, da können Sie Ihr besseres Modell daneben stellen. Das ist pragmatisch. Versuchen wir einfach, was Nützliches zu liefern. Und da würde ich sehen, ich bin ja ein Freund, dass man auf die Geldmengen guckt, aber dann stellen Sie Ihr Modell mit der Geldmenge und mit der Geldmengenkontrolle daneben und dann schauen wir einfach, welches jetzt die Daten besser erklärt. Also das wäre sozusagen pragmatisch, praktisch, so glaube ich, wäre ein Weg, unter anderem vorwärts zu kommen. Ich würde gerne, bevor wir gleich zum Mittagessen gehen, nochmal die Diskussionsrunde öffnen, auch für das Publikum. Gibt es Fragen an die Diskussionsteilnehmer? Fangen wir hier vorne rechts an. Mikrofon, da kommt's. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage betrifft das Thema selbst, das heißt ja neues Denken in Geldtheorie und Geldpolitik. Und mich würde jetzt nochmal interessieren, also was die neuen Ansätze in der Geldtheorie sind. Denn also jetzt in dem Vortrag und auch in Ihren Beiträgen, Herr Huber, also kam eher die Rückbesinnung auf ältere Ansätze, was nicht schlecht sein muss. Aber ich wollte einfach nochmal fragen, gibt es etwas, was darüber hinausgeht? Und der zweite Punkt: Herr Asmussen hat vorhin die Überlegung erwähnt, für den Euroraum ein Budget aufzustellen. Und mich würde interessieren, wie Sie das aus der geldtheoretischen oder vielleicht eher aus der geldpolitischen Sicht sehen. Würden sich damit die Rahmenbedingungen für die Geldpolitik fundamental verändern? Also wenn es für den Euroraum eine gemeinsame Fiskalpolitik geben würde. Vielen Dank. Wer möchte? Ja, ich würde vielleicht gern zu der ersten. Also viele Kritiker der Makroökonomie haben ja immer darauf verwiesen, auf die Vergangenheit, Keynes, auf die Modelle von vor 30 Jahren, hat Krugman gemeint, die letzten 30 Jahre war alles Mist. Also von daher, die Rückbesinnung hat was. Aber wenn Sie mich konkret fragen, was ist jetzt, was würde ich jetzt sagen, was ist neu, dann denke ich, wir haben das beobachtet, immer wieder diese Entwicklung zu dominierenden Paradigmen. Den Ansatz, den ich jetzt so auf die Schnelle versucht habe vorzustellen, ist ein vergleichender, ein offener. Da muss man nicht den Gegner schmähen, sondern da sagt man, okay, zeig mir dein bestes DSGE-Modell, ich stelle mein bestens verhaltenorientiertes oder Stimmungsmodell daneben und die Plattform ist offen, das machen wir am IMFS, Sie wissen es, und da kommt sehr viel Neues, weil es gibt sehr viele Leute, die arbeiten daran, Finanzsektor mehr oder weniger gut im Detail zu modellieren und in Modelle der Makroökonomie einzubauen. Da kommt nicht so arg viel bisher von der Verhaltensökonomie, da würde ich mir mehr wünschen. Aber die Plattform ist da, ist offen und ich denke, das ist neu. Herr Fratscher, Sie wollten sich auch noch
äußern? Vielleicht zum zweiten Punkt, wenn wir es uns aufteilen. Wir haben letztes Jahr mit 11 Ökonomen, Staatswissenschaftlern und Politologen mit der Klinikergruppe einen Vorschlag gemacht, die genau in die Richtung geht, die Herr Asmussen jetzt auch erwähnt hat, dass wir argumentiert haben, wir brauchen ein Parlament in der Eurozone, wir brauchen eine Exekutive mit einem eigenen Budget für die Eurozone. Und die Logik, um diese Verbindung zur Geldpolitik hinzubekommen, zu Ihrer Frage, ist das, was wir jetzt in der Krise gesehen haben oder vor der Krise, ist, dass die Anreize vor allem für Staaten nicht gegeben war, eine nachhaltige Fiskalpolitik zu verfolgen. Und wir reden immer wieder, diskutieren über das No-Bailout, dass das nicht glaubwürdig war, Staaten zu sagen, wenn ihr mal in Probleme kommt, steht keiner bereit oder die europäische Gemeinschaft nicht bereit, um euch im Prinzip da rauszuhauen, sondern ihr seid dafür verantwortlich. Und wir wissen, dass das eine der Geburtsfehler des Euros war, dass wir das nicht nachhaltig haben glaubwürdig machen können. Und die Frage ist, wie kommen wir wieder dahin zurück, dass Länder Selbstverantwortung, Eigenverantwortung für ihre Staatsfinanzen übernehmen, dass dieser No-Bailout wieder glaubwürdig wird. Und das ist natürlich, dazu ist unsere Logik zu sagen, wir können nicht die Verantwortung für Fiskalpolitik auf nationaler Ebene belasten, aber gleichzeitig sagen, für die Haftung oder wenn es Probleme gibt, dann vergemeinschaften wir diese Risiken. Und da kann man sagen, okay, wir müssen den Finanzmärkten die richtigen Anreize setzen, damit sie eine disziplinierende Funktion haben. Wir haben darüber geredet, die Ankäufe von Banken, von Staatsanleihen zu begrenzen, das Risiko zu gewichten und so weiter. Aber auch die Frage, können wir was auf institutioneller Ebene tun? Wie können wir auch da die Anreize, Kontrollmechanismen so setzen, dass Staaten eher dazu gedrängt werden, auch eine nachhaltige Fiskalpolitik zu verfolgen? Und die Verbindung zur Geldpolitik haben wir auch, glaube ich, angesprochen, kurz zu sagen, die EZB ist in der Krise in eine Rolle gedrängt worden, in der sie sehr viel mehr hat tun müssen als in USA oder Großbritannien, weil einfach es keine einzige fiskalische Behörde gibt, die jetzt wirklich glaubwürdig Reformen umsetzen kann, eine Bankenunion umsetzen kann. Und die EZB ist dadurch sehr viel stärker oder eine sehr viel expansivere Rolle gedrängt worden, als es andererseits notwendig wäre. Und unser Argument von der Klinikergruppe ist, wenn es uns gelingt, auch die europäischen Institutionen zu stärken, dann würde man auch diesen Druck in der Zukunft von der EZB nehmen und ihr erlauben, wieder mehr die traditionelle Rolle einer Zentralbank auch in der Krisensituation zu spielen. Herr Professor Hellwig hat auch noch eine Frage. Mikrofon hier bitte vorne. Ich habe auch zwei Fragen. Die erste, ich habe das Wort Fragmentierung vermisst. Wir haben eine einheitliche Zentralbank und fragmentierte Gütermärkte mit der Folge, dass wir vor der Krise unterschiedliche Inflationsraten hatten, unterschiedliche Realzinsen mit Blasen in einigen Ländern und Problemen, also Rezessionen in anderen Ländern. Inzwischen haben wir auch fragmentierte Finanzsysteme und damit fragmentierte Geldsysteme. Müsste man nicht reden über die Herausforderungen an die Geldpolitik einer einheitlichen Zentralbank in einem derart fragmentierten System? Die Frage betrifft unmittelbar die Selektivität bei OMT. Denn Selektivität ist ein Versuch, in bestimmten Systemen selektiv einzugreifen. Zweite Frage. Reden wir eigentlich über Geldpolitik oder reden wir über Verteilung? Die große Empörung hat doch damit zu tun, dass irgendwie Seniorage anders verteilt wird, als wir uns das vorstellen. Man tut teilweise in der Diskussion so, als sollte es gar keine Verteilungseffekte geben. Also ich lese das Verfassungsgerichtsurteil, in dem Sinn, Geldpolitik sollte verteilungsneutral sein. Aber das ist so, wie wenn ich bei einem Baby über das Lächeln rede und so tue, als müsste ich nie Windeln wechseln. Die Frage ist eigentlich, welchen Stellenwert haben Verteilungseffekte, Verteilung von Seniorage in dieser Diskussion? Wer möchte? Ja, vielleicht zu der letzten Frage mit dem Seniorage. Ich denke, das ist ja auch kein neues Thema, sondern wenn wir zurückgehen zu Sargent, Unpleasant Monetarist Arithmetic, haben wir da eigentlich gelernt, dass wir die Geldpolitik nicht an den fiskalischen Fragen ausrichten sollten,
Sonst kommen wir nämlich genau in die Situation, die Sie, ich weiß es nicht, befürworten oder auf jeden Fall aufgezeigt haben, dass wir versuchen, das Seniorage einzusetzen, um die Fiskalprobleme zu lösen. Das muss genau umgekehrt sein. Sie müssen es trennen, dass die Fiskalpolitik muss sich finanzieren heraus aus ihren Einnahmen. Das heißt, sie muss bereit in der Lage sein, ihre Kredite zurückzuzahlen aus den Steuereinnahmen oder durch eine Absenkung der Staatsausgaben. Der Seniorage, der dann überbleibt, ist ein erfreulicher Zuschuss, der sicher nicht im Zentrum der Geldpolitik stehen sollte. Der Profit davon ist, wenn man als Staat eben das gut Geld anbieten kann, dann verdient man auch da was damit. Und da gibt es zum Beispiel in der Eurozone einen Verteilungsschlüssel und damit wird das verteilt. Bei OMT zeigen Sie eigentlich auf ein fatales Problem. Wenn wir auf die realen Ressourcen der EZB gucken, nämlich auf das Seniorage, dann fällt uns ja auf, dass das nicht reichen kann, um die Probleme Italiens sozusagen damit zu lösen. Das ist letztendlich kann die EZB nur nominal unbegrenzt kaufen. Reale Ressourcen kann sie nur sehr begrenzt aus diesem Seniorage verteilen. Ich würde gerne auf den ersten Punkt eingehen, der Segmentierung. Also die Segmentierung, das haben Sie ja festgestellt, hat ja schon vor der Krise eine große Rolle gespielt. Ist durch die Krise nochmal angestiegen. Man sieht das ja daran, dass die also als ein Beispiel, empirisches Beispiel, dass das Investitionsverhalten der Banken auch in Deutschland wieder sehr viel stärker nach innen als nach außen gerichtet ist, dass man also wieder sehr viel stärker einheimische Wertpapiere als ausländische Wertpapiere gekauft hat. Das heißt, dadurch wird es umso schwieriger für die EZB eine einheitliche Geldpolitik zu betreiben. Ich würde vielleicht aber noch einen Punkt hinzunehmen. Dadurch, dass jetzt auch noch die Bankenaufsicht ebenfalls im Rahmen der EZB stattfindet, kommt es zu weiteren Zielkonflikten, die auch dort mit einbezogen werden können. Also in der Frage, was passiert, wenn Handlungen aus Sicht der Preiswertstabilität geboten zu sein scheinen, aber gleichzeitig Probleme auf der anderen Seite des Ziels der Finanzmarktstabilität mit sich bringen. Also in dem Sinne, meine Schlussfolgerung ist, das Leben des Zentralbankers wird auf jeden Fall nicht einfacher, sondern wird immer komplexer, gegeben diese verschiedenen Anforderungen. Habe ich das richtig gesehen? Herr Mayer hatte sich gemeldet. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal gern auf die Frage von Herrn Remsberger zurückkommen, denn die Veranstaltung ist ja jetzt nicht über aktuelle Fragen der Geldpolitik. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, wenn man das Panel hörte, dass das vielleicht der Titel hätte sein können, sondern der Titel ist ja Neues Denken. Und Herr Rürup sagte ja am Anfang, dass ich vielleicht doch gar nicht so allzu viel getan hätte. Und irgendwie vermisse ich auch ein bisschen neue Impulse. Das war ja nicht immer so, wenn man sich die letzte große Krise anschaut, nach dem Aktiencrash von 1929. Da kam 1933 kam die Gruppe um Irving Fisher mit dem Chicago-Plan, der das Geldsystem an sich in Frage stellte. 1936, da sind wir schon im Verzug, da kam John Maynard Keynes mit der General Theory, in dem er ein ganz neues Verhältnis von Geldpolitik und Fiskalpolitik definierte. 1942 kam Schumpeter mit seinem Buch Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, in dem er das ganze System in Frage stellte. Es scheint, dass unsere Debatte heutzutage extrem kleinteilig ist im Vergleich zu dieser Debatte. Und ich frage mich halt, ist denn die Systemfrage schon komplett beantwortet? Ist denn das System, das Herr Huber kritisiert hat, das fraktionelle Reservenbankensystem, ist das der Weisheit letzter Schluss und brauchen wir die Systemfrage gar nicht mehr zu stellen und arbeiten wir einfach auf dieser Basis und beschäftigen uns mit den kleinen, teiligen Fragen, die Sie in der Mehrheit Ihrer Beiträge diskutiert haben? Also für mich gibt es eigentlich nichts Fundamentaleres, als wenn wir, und habe ich ja darauf hingewiesen, auch schon eine Frage von Herrn Remsberger, wenn wir uns anschauen, wie ändert sich unser Modell der Wirtschaftswelt, wenn wir die fundamentalen Verhaltensannahmen ändern. Und das geht darüber hinaus über ein fraktionales Reservebankensystem. Ja, oder ob wir jetzt Zins oder Geldmenge als Kontrollinstrument haben oder Geldbasis. Also ich meine, ich kann mir nichts Fundamentaleres vorstellen als das. Das geht auch ein bisschen noch darüber hinaus, wenn es um die Modellierung des Verhaltens ist, also zum Beispiel, ob ich jetzt, dass man eben weggeht von rationalem Verhalten oder dass man weggeht von der Modellierung mit einem repräsentativen Agenten mit
vielen unterschiedlichen. Das sind nach meiner Einschätzung jetzt die fundamentaleren wissenschaftlichen Ansätze. Darüber haben wir jetzt nicht viel geredet, weil die Fragen ja auch durchaus auf aktuelle politische Themen gezielt haben. Aber ich denke, da gibt es viele kleine Ansätze. Und also ich finde es jetzt für mich vermessen zu sagen, ach, da drüben steht der neue Keynes. Ja? Also das werden wir dann im Nachgang irgendwann mal erleben. Da backe ich jedenfalls meine kleinen Brötchen und das geht vielleicht vielen anderen auch so. Herr Fatscher? Wir haben sicherlich eher mehrere kleine Punkte erwähnt, aber ein großes Thema geht natürlich um die Finanzmärkte und jetzt die Geldtheorie und Geldpolitik antrifft. Was wir auch diskutiert haben, ist natürlich indirekt die Frage, was sollte eine Zentralbank wirklich als Mandat, als Ziel haben? Und implizit haben wir immer über Finanzstabilität, über Blasen geredet. Und auch das ist natürlich ein wichtiger Teil der Diskussion, die auch akademisch stattfindet. Wir haben vor knapp 20 Jahren oder ein bisschen länger, 1989 war die Reserve Bank of New Zealand die erste, die Inflation Targeting als Regime, als Geldpolitik, geldpolitische Strategie und Mandat angenommen hat. Viele Zentralbanken sind dem gefolgt. Die EZB ist vielleicht kein Inflation Targeter im traditionellen Sinn, weil es Inflation über die mittlere Frist abzielt. Aber diese Frage, soll eine Zentralbank weiterhin sehr eng nur auf Preisstabilität schauen oder breiter schauen? Wie soll die Reaktionsfunktion aussehen? Wie sollen Finanzmarktrisiken, finanzielle Stabilität in der Zielfunktion der Zentralbank gewichtet werden? Das ist durchaus eine wichtige Debatte, die wir im Augenblick führen. Also im Endeffekt auch die Frage, kann eine Zentralbank mehr tun, als mit Zinsen ganz eng nur auf ein Maß, nämlich auf Konsumentenpreise im Prinzip abzielen. Und ich glaube, auch da findet das Umdenken statt. Vor der Krise war so ein bisschen das Denken, Inflation Targeting ist das richtige Ziel, was die Federal Reserve macht mit dem dualen Mandat, ist alt, ist altbacken, ist nicht mehr relevant. Und ich glaube, auch da findet das Umdenken statt und viele, auch Wissenschaftler denken heute, was die Federal Reserve macht zum Beispiel, ist vielleicht gar nicht so inadäquat. Und auch jetzt vor allem dieses Ziel Finanzstabilität, wie kann eine Zentralbank das mit berücksichtigen? Glaube ich, das sind die großen Änderungen, wenn man sich die Geldtheorie anguckt. Hier vorne noch die Frage, bitte. Ich möchte direkt an der Aussage nochmal ansetzen und für mich oder die Frage stellen, muss neues Denken in der Geldpolitik nicht heißen, neue Bescheidenheit in der Geldpolitik? Denn für mich ist das Kontinuum von 25 Jahren Finanzmarktkrise, wenn man so in Japan beginnt, doch ein Kontinuum an Geldpolitik, die im Prinzip alles andere gemacht hat, als einen Instrumentenkasten auf ein Ziel, Preisstabilität zu konzentrieren. Was hat Geldpolitik gemacht? Sie hat versucht, Finanzmärkte zu stabilisieren, Stichwort Greenspan Put. Sie hat versucht, soziale Hausbauprojekte in Amerika zu fördern. Sie hat versucht, den Arbeitsmarkt zu steuern. Sie hat versucht, die Konjunktur zu steuern. Sie hat versucht, einen uneinheitlichen Währungsraum namens Euroland mit einer Geldpolitik zu vereinen. Das heißt, wir haben doch über die letzten 25 Jahre ein Bündel an Zielen geldpolitischer Natur angesteuert und hatten im Prinzip nur einen Instrumentenkasten. Und da wäre für mich die neue Bescheidenheit auch wirklich eine Option, dass wir uns darauf ein Stück weit zurückbesinnen. Das war jetzt nicht eine direkte Frage, sondern eher ein Statement. Möchte das trotzdem jemand? So. Ja, also wenn, ja. Herr Huber. Naja, das klingt auf den ersten Blick sympathisch mit der Bescheidenheit, nicht? Also man muss natürlich immer sehen, wo Grenzen von Zentralbankpolitik liegen können. Aber bei Ihrem Statement kommt mir in Sinn, was haben die Zentralbanken in den zurückliegenden, also je nach Land, in Japan in den zurückliegenden 20 Jahren, in Amerika jeweils bei uns. Und da kam es mir spontan, schoss mir durch den Kopf, naja, die Zentralbanken haben versucht, Funktionsprobleme des Giralgeldsystems, des fraktionalen Reservesystems, da sozusagen rettend, intervenierend, ausgleichend, kompensatorisch einzugreifen. Aber sie haben eigentlich selbst nicht in, wie soll ich das nennen, selbst eine proaktive, konstruktiv gestaltende Geld- und Geldmarktpolitik betrieben, außer durch Zinspolitik in den letzten 20 Jahren. Und da schießt mir durch den Kopf, ja, das ist doch Preisadministrierung, nicht? Das ist doch eigentlich ein Instrument aus dem Matterkasten der zentraladministrativen Planwirtschaft. Nicht?
Und ich komme immer wieder zurück, die Perspektivenerweiterung in der Tat einerseits denke ich schon, dass das Mandat der Zentralbanken behutsam, maßvoll, ja, muss ich das vorher gut überlegen, aber es muss meines Erachtens ausgeweitet werden. Das ist das eine und ich denke, auf längere Frist steht in der Tat an, Stichwort Vollgeld, das Chiralgeld in Vollgeld zu überführen, so wie früher die privaten, also vor 100, 170 Jahren, private Banknoten zu Zentralbanknoten wurden, dass praktisch das vorhandene Banknotenmonopol und das Ausgabemonopol in staatlichen Münzen, dass das erweitert wird auf alles unbare Geld, übrigens auf das elektronische Bargeld. Über das haben wir heute noch gar nicht so gesprochen, ist auch noch eine Randerscheinung, aber wenn Sie mittel- und längerfristig weiterdenken, kommen wir dahin, dass das materielle Bargeld verschwindet, dann gibt es überhaupt, dann hätte die Zentralbank gar nichts mehr zu bestimmen, von daher, weil ja das elektronische Bargeld eine Ausweitung wiederum des Chiralgeldes ist, nicht? Hier vorne war gleich noch eine Frage. Ich habe eine kurze Frage. Herr Huber hat ein Wort schon ausgesprochen über Geld- bzw. Goldreserven. Ich wollte fragen, unsere Wirtschaftsweisen, wie ist es eigentlich ein gemeinsamer Nenner in heutiger Entwicklung, genau bei Geldtheorie und Geldpolitik? Kommt es zurück zu den ein gemeinsamer Nenner, was bis 1948 Gold war? Oder wir werden andere Ressourcen als solche wahrnehmen, Wasser, Sauerstoff, Getreide vielleicht. In Wirklichkeit habe ich ganz subjektiv erwartet, dass das Thema, wie kommen wir aus heutigen Theorien und Geld- und finanzpolitischen Entwicklungen zu den gemeinsamen Nenner, was eigentlich die Grundwerte, neu oder alt, bei alle Fälle, definiert. Wie verwenden wir das in unseren Integrationsprozessen? Herr Asmussen ist leider schon weggegangen, aber er hat über die Übergabe gewisser nationaler Souveränitäten in supranationale Struktur und Europäische Union gesprochen. Wie wird das vereinbart? Dank Professor Rürup und seinem Handelsblatt Research wissen wir alle jetzt, wie schwierig es übrigens Gold aus den Reserven aus Paris oder sogar aus USA wieder zurückzubekommen. Und die spärliche 3.850 Tonnen, wenn es 50% hier bei Kollegen in Bundesbank liegen, ist schon ein Ergebnis und das ist bis 2020. Das zeigt sich eigentlich, wo die Werte in Wirklichkeit sich befinden und dass die Chinesen, unsere Freunde, das aufgehäuft haben und schon in ganz andere, viel leichtere, seltene Erden, eigentlich Metall. Ich hoffe, dass, Herr Professor Wieland, Frage an Sie direkt, weil Sie der richtige Wirtschaftsweise sogar beauftragt in Deutschland sind. Für Kollegen, die mich nicht kennen, ich Wladimir Matwiew, Repräsentant der Sberbank Russlands in der Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union und Schweizerische Konföderation. Dankeschön. Frage ich bin lediglich Mitglied eines Sachverständigenrats und dieser Begriff, der sehr ehrenvoll ist, wurde zu einem früheren Zeitpunkt geprägt. Möchte ich, also keine falsche Bescheidenheit. Deswegen würde ich da nichts dazu sagen. Aber ich finde eigentlich, müssen auch mal gucken, was hat funktioniert. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt das Nominalgeldsystem aufgeben sollten oder dass das irgendjemand aufgeben will. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich glaube auch, bei dem Thema falsche Bescheidenheit, das ist mir eigentlich sympathisch. Ein Punkt müssen wir schon anerkennen, die Notenbanken ob es jetzt USA ist oder Eurozone, haben es schon geschafft, die Inflation. Wir haben weder eine extreme Inflation bisher erlebt, noch eine extreme Deflation. Also die Inflationsrate ist relativ stabil. Also dieser Zusammenhang, auch ohne Geldmengenkontrolle, also mit der Zinspolitik, das ist weder eine Diktatur noch wirkungslos. Also das wurde erreicht. Und ich sehe eher die Gefahr, dass die tatsächlich vorhandene Macht und auch Ressourcen der Notenbanken dazu führen, dass man zu viele Probleme bei ihnen abladen will. Das ist bei der Frage mit der Bescheidenheit angeklungen, aber auch bei den Kollegen ein paar Mal. Und ich denke auch, dass man da aufpassen muss. Und deswegen mein Petitum, die Probleme da
eher zu lösen, wo sie sind. Und das Machbare, man kann sicher mit der Geldpolitik nicht den Konjunkturzyklus in jedem Land stabilisieren. Das wussten wir, als wir eingetreten sind. Da wussten wir, da geben wir was auf. Sonst hätten wir den Wechselkurs zwischen den Ländern behalten. Das hilft da manchmal etwas. Bitte schön. Ja, ich würde die Diskussion gerne noch einmal in die Richtung Ökonomie neu denken lenken und an die Frage von Thomas Mayer anknüpfen und eine etwas konkretisiertere Systemfrage stellen. Meine subjektive Wahrnehmung ist, dass das Too-Big-to-Fail-Problem in Anführungsstrichen so ein bisschen aus der öffentlichen Debatte verschwunden ist und auch in der Wissenschaft, in der Ökonomie nur noch in Nischen abgehandelt wird. Wenn man sich anschaut, was seit der Krise, die Krise besteht ja zum Teil noch, passiert ist am Finanzmarkt, die Marktkonzentration hat nicht wirklich abgenommen, sie hat in Teilen zugenommen. Manche Ökonomen attestieren diesem Phänomen auch ein Versagen des Wettbewerbsrechts. Und meine Frage dahingehend wäre, macht es Sinn, darüber nachzudenken, ob wir zu einem Finanzsystem kommen sollten, indem man viele dezentrale, kleinere Akteure am Markt hat, statt viele große Player? Und die zweite Frage dahingehend, würde das vielleicht auch bedeuten, dass man den geldpolitischen Transmissionsmechanismus in einem solchen System effektiver gestalten kann? Wer möchte? Herr Rocher. Also ich stimme Ihnen zu, dass die Entwicklung, die wir sehen, gerade die Zunahme der Marktkonzentration, das Thema Too Big to Fail, sehr wichtige Themen sind, also sehr wichtige Themen sind, über die man sehr intensiv nachdenken muss. Wenn Sie jetzt, wenn man darüber nachdenkt, große statt kleine oder kleine statt große, dann stellt sich natürlich als erstes die Frage, wo ziehe ich die Grenze und wer zieht die Grenze an welcher Stelle und was bedeutet das dann für oder wer kann guten Gewissens sagen, dass die Grenze an der Stelle liegt, wo groß von klein und anderes unterschieden werden muss. Der zweite Punkt ist, es ist ja auch jetzt durch die Finanzkrise nicht so besonders klar, ob was genau immer zum Fehler geführt hat. Das heißt also, war es eine große Bank, eine kleine Bank, ist es Vernetzung, ist es die Möglichkeit, sie zu ersetzen durch ein anderes Angebot oder durch eine andere Bank, die reinkommt. Deshalb kommt es für mich letztlich vor allem auf diese Frage an und ich glaube, die Frage ist noch nicht gelöst, wie wir glaubwürdig haftendes Kapital schaffen können und das insbesondere eben auch über die Eigenkapitalfrage hinaus für die Frage des haftenden Fremdkapitals, denn die OECD hat ja darauf hingewiesen, dass in nur 4 Ländern überhaupt in mehr als einem Fall, das heißt in mehr als einer Bank, es zu einer signifikanten Gläubigerbeteiligung gekommen ist. Jetzt mag es Gründe dafür geben, dass man sagt, dass sieht man ja auch an Studien, dass Banken durch die Wertpapiere, die sie halten, sehr eng miteinander vernetzt sind und dass es nicht so einfach ist. Nur der Schritt muss zumindest in die Richtung gehen, den Umfang des haftenden Kapitals deutlich zu erhöhen, um die Problematik dadurch besser lösen zu können. Noch eine letzte Frage vielleicht, vor Mittagessen. Wurde vorher die These vertreten, dass Blasen sehr schwierig zu identifizieren sind. Nach dem Ersten Weltkrieg war in Deutschland relativ einfach zu identifizieren, dass eine Verschuldung von über 900% des Bruttoinlandsprodukts ein Problem darstellen. Man hatte einen Maßstab des Bruttoinlandsprodukts und hat einen anderen Wert, die Verschuldung der Volkswirtschaft, die Verschuldung des Staates, die Verschuldung der Haushalte und die Verschuldung der Unternehmen in Deutschland. Man weiß, dass man Schulden bedienen muss. Man muss sie bedienen durch Zins und durch Tilgung. Ab einem gewissen Verhältnis von Verschuldung einer Volkswirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt lässt sich das nicht mehr bedienen. Hat man sich schon mal bemüht, die Verschuldung der Volkswirtschaften hier in der Eurozone zu untersuchen, auf welchem Niveau die jeweils sind und in welche Richtung sie jeweils sich von Jahr zu Jahr entwickeln. Ich vertrete die These, dass es nicht nur so etwas wie einen Konjunkturzyklus gibt, sondern so etwas auch wie einen Verschuldungszyklus. Das heißt, dass von jeder Konjunkturkrise, wenn die Zentralbank über eine Zinserhöhung versucht, die Konjunktur zu dämpfen und dann langsam wieder den Fuß vom Gas nimmt und die Wirtschaft wieder wachsen lässt, dass
von jedem Konjunkturzyklus zum nächsten Konjunkturzyklus die Verschuldungsquote nur kurz gebremst wird, aber permanent weiter ansteigt. Ab einem gewissen Punkt gibt es keine weitere Möglichkeit, dass fähige Kreditnehmer existieren, die in der Lage sind, Kredite auszunehmen und auch genügend Kreditgeber, die bereit sind, noch Kredite zu vergeben. Ab diesem Punkt ist es dann meiner Ansicht nach nicht mehr möglich, durch zusätzliche kreditfinanzierte Nachfrage die Wirtschaft anzukurbeln. Aus dieser Situation kommt man nur wieder raus, wenn das nominale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts höher ist als der Nominalzinssatz. Das war die Methode, die England genutzt hat nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Verschuldung wieder runterzuführen. Und ich vertrete die These, dass wir augenblicklich seit 2008 in der gleichen Situation sind. Die starke Verschuldung ist zustande gekommen durch den riesenhaften Aufbau von Devisenreserven Chinas, die Vorsorge, die eine Versicherung schaffen wollten, um ihre Industrialisierung nicht durch Finanzkrisen unterbrechen zu lassen. In diesem Zusammenhang will ich auch hinweisen auf neue Gedanken in diesem Zusammenhang von Ray Dalio. Der ist Chef von dem größten Investmentfonds der Welt, von Bridgewater Associates. Der hat in gleicher Sache einige Artikel veröffentlicht. Danke. Herr Fritscher, Sie wollen noch einmal. Vielleicht zwei Punkte dazu. Einmal vielleicht einen etwas positiveren Punkt bei der Verschuldung. Denke ich, wird immer häufig ignoriert in der Öffentlichkeit, der öffentlichen Debatte, dass es zu einem großen Teil eine Verteilungsfrage ist. Für jeden Euro, der an Schulden entsteht, sei es von der staatlichen, privaten Seite, steht ein Gläubiger auf der anderen Seite. Und dieses Thema zum Beispiel in Deutschland als Beispiel zu nehmen, wir haben eine Staatsverschuldung heute von knapp 80% oder ein bisschen unter 80%. Wir hatten um die Jahrtausendwende eine Staatsverschuldung von 60%, also wir hatten einen starken Anstieg. Gleichzeitig sehen wir, dass die Nettovermögen aller privaten Haushalte und Unternehmen in Deutschland im gleichen Zeitraum von 80% der Wirtschaftsleistung auf 120% gestiegen sind. Das heißt, als Volkswirtschaft, als Gesamtes, wenn Sie alle Staat, Unternehmen, private Haushalte zusammennehmen, ist unser Nettovermögen von 20% auf 40% der eigenen Wirtschaftsleistung, also von knapp 500 Milliarden auf etwas über 1000 Milliarden Euro in dem Zeitraum gestiegen. Es geht also hier, wenn man jetzt Deutschland anguckt, rein um eine Umverteilung. Der Anstieg an Staatsschulden ist mehr als ausgeglichen worden durch einen Anstieg von Vermögen auf Unternehmensseite und privater Haushaltsseite. Wenn Sie sich viele der Krisenländer in Südeuropa angucken, dann werden Sie sehen, auch die EZB hat eine Studie darüber letztes Jahr veröffentlicht, dass die enorme private Vermögen haben. Also hier geht es in vielerlei Hinsicht in erster Linie um die Frage, wie ist die Verteilung zwischen verschiedenen Akteuren in der Wirtschaft. Der zweite Punkt, der etwas skeptischer ist, den Sie auch haben anklingen lassen, ist natürlich nicht so, dass eine lineare oder dass dieser Anstieg oder in anderen Worten, wenn die Staatsverschuldung jetzt vom Staat her so stark steigt, dass er irgendwann zu Finanzierungsproblemen kommt, dass Vertrauen fehlt, dass also dort zu einer zu großen Verschuldung kommt. Da gab es die Debatte von Reinhard und Rogoff, die ursprünglich mal diese Zahl 90% in den Raum geworfen hatten, gesagt haben, wenn die Staatsverschuldung darüber hinausgeht, dann ist es negativ für Wachstum, für Aktivität, weil dann im Prinzip die Staatsverschuldung so hoch wird, dass er negative Effekte auf die Realwirtschaft hat. Dieser Punkt ist jetzt wieder offen, aber ich denke, die Wissenschaft zeigt deutlich, dass das keine lineare Beziehung ist, sondern dass ab irgendeinem Höhe der Staatsverschuldung die Risiken und die negativen, ob es ein Crowding Out ist oder die negativen Effekte über Kapitalmärkte so sind, dass sie negative Konsequenzen für die Realwirtschaft haben. Aber diese zwei Punkte, glaube ich, sollten wir unterscheiden. Viel, worüber heute wir über Verschuldung reden, ist wirklich eine Verteilungsfrage. Herr Holder. Ja, gerne noch eine Ergänzung dazu. Die Ratingagenturen sind ja relativ gut darin, die Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehmensanleihen festzustellen. Das heißt, im Prinzip kann man die durch zwei Faktoren zu 40% bestimmen. Das eine ist der Verschuldungsgrad und das andere die Coverage Ratio. Also das heißt, wie viel freie Mittel stehen zur Verfügung, um die bestehenden Zinszahlungen abzuleisten. Sie versagen komplett, aus meiner Sicht komplett, bei der Bestimmung eines
Ausfalls von Staatsanleihen. Es gibt also nicht diese ein, zwei Faktoren, die leicht vorhersagen können oder bestimmen können, wie leicht es ist, dass ein Staat seine Verbindlichkeiten nicht zurückzahlen kann. Und das, was jetzt an neuem Denken dort notwendig ist, ist viel breiter auf das zu schauen, was Staaten nicht in die Lage versetzt, diese Verbindlichkeiten zurückzuzahlen. Ich denke, da spielen viele Themen institutionelle Rahmenbedingungen, private Verschuldung, die gesamte Bereitschaft, sowas zurückzuzahlen, eine große Rolle. Von daher besteht da noch viele offene Punkte. Okay. Aber das war ein Missverständnis. Sie haben mich nicht richtig verstanden. Ich habe nicht von Staatsverschuldung alleine gesprochen, sondern ich habe gesprochen von der Verschuldung einer Volkswirtschaft. In Japan hatten wir so 1990 eine hohe Verschuldung der privaten Haushalte, eine relativ geringe Verschuldung des Staates. Der Staat hat aufgrund der hohen Verschuldung der Volkswirtschaft ist in Japan relativ wenig kreditfinanzierte Nachfrage ermöglicht worden. Der Staat hat versucht, das zu kompensieren. Das hat jetzt in den letzten 20 Jahren dazu geführt, dass die Verschuldung der privaten Haushalte sich abgebaut hat und sie verlagert hat zu einer Verschuldung des Staates. Da in Japan kaum Wachstum war in den 20 Jahren, ist insgesamt die Verschuldungsquote der Volkswirtschaft insgesamt nicht zurückgegangen. Ich rede von der Verschuldungsquote einer Volkswirtschaft, nicht von der Verschuldungsquote des Staates. Und das muss man zusammen addieren. Japan ist Nettogläubiger. Japan hat Netto-Auslandsvermögen von knapp 40% der eigenen Wirtschaftsleistung. Herr Huber, Sie wollten nicht auch noch. Ja, also grundsätzlich möchte ich mich für Ihren Beitrag bedanken, denn das ist ganz gut, dass wir zum Abschluss nochmal auch auf Verteilungsfragen zu sprechen kommen. Und es ist natürlich so, dass ein Anstieg der Vermögen in einem Chiralgeldsystem, das ein Kreditgeldsystem ist, stehen dem natürlich immer auch entsprechende Verschuldungen gegenüber, bei wem auch immer, nicht? Und was Sie aufgebracht haben, Blasenidentifizierung durch Stock-Flow-Analyse, das ist das Stichwort, Stock-Flow-Analyse. Nicht? Es wird eben ein Punkt erreicht, es muss alles aus dem laufend erwirtschafteten Produkt bezahlt werden oder aus zusätzlicher Kreditgeld und Schulden machen. Ja? So. Und irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Das ist, glaube ich, ein sehr bedeutender Ansatz. Und zum Thema, also wer hat den Nutzen, wo sind die Schulden, wo sind die Vermögen? Ein wichtiges Datum ist schon auch im Zuge dieser überproportionalen Steigerung von Finanzaktiva und Schulden hat auch stattgefunden, ganz systemisch, immer inhärent, eine Verlagerung von den Arbeitseinkommen zu den Finanzeinkünften. Das muss man in dem Zusammenhang auch sehen. Und das, da wird es auch realwirtschaftlich überaus relevant. Gibt es noch eine letzte Frage vielleicht? Ja? Lukas Beckmann, GLS Bank Stiftung. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Huber. Wenn man Ihrem Gedanken einer Vollgeldreform folgt, welche Auswirkungen hätte das auf das Geschäftsmodell für Geschäftsbanken? Ja, wir sollten zum Schluss kommen, nicht nochmal eine große Runde. Also die grundlegende Auswirkung wäre, dass es eine, wenn Sie so wollen, Gewaltenteilung oder Funktionentrennung gibt, dass die Zentralbank fürs Geld zuständig ist und die Banken als freie marktwirtschaftliche Unternehmen für die Finanzierung der Wirtschaft in allen möglichen Formen, nicht? Also Kredit und so weiter. Das wäre der eine wichtige Punkt, Trennung von Geld und Kredit, nicht? Und das würde bedeuten, dass die Banken können alles tun, was sie heute auch tun, außer eben selbst das Geld zu erzeugen, das für diese Geschäfte notwendig ist. Nicht? Und das heißt, die Banken wären das, was die meisten Leute sich vorstellen, wie es sei, aber es in Wirklichkeit nicht ist. Sie wären eben Intermediäre, die in der Tat vermitteln von Sparern und anderen Quellen, zu Leuten, die Geld aufnehmen oder es investieren wollen. Also die intermediäre Funktion, die würde wiederhergestellt. Ansonsten würde das Geschäftsmodell der Banken per se nicht verändert. Noch eine letzte Frage. Dann würde ich sagen, machen wir an diesem Punkt Schluss. Fazit könnte man vielleicht ziehen, die neue Notenbankwelt oder die Notenbanker
zwischen Revolution und neuer Bescheidenheit. Das Leben des Notenbankers wird nicht einfacher, wie Herr Rocholl schon sagte. Ein Applaus. Und einen guten Hänger.